Und jährlich grüßt das Murmeltier. In der Stadt Hannover wurde aber vor einigen Jahren beschlossen, den Haushalt jeweils für 2 Jahre zu beschließen, also einen Doppelhaushalt zu verabschieden. Das erspart Arbeitszeit in der Verwaltung, die Zeit der Abgeordneten und erhöht die Sicherheit von Zuwendungsempfängern. Auch in Pandemiezeiten ist dies nicht unmöglich, wie uns der Fraktionsvorsitzende der CDU in einem Interview erzählt. Kämmerer und Oberbürgermeister haben jederzeit die Möglichkeit, mit Hilfe des Rates nachzusteuern. Sie sehen die Interviews mit den Fraktionsvorsitzenden der SPD und der CDU am Schluss der Sendung. Aber jetzt zur Versammlung am 25. März, die wiederum im Kuppelsaal stattfindet. Die Abgeordneten haben die Chance zu wählen zwischen Anwesenheit oder Mitwirkung von zu Hause, was die Mehrheit vorzieht. An dem seit Jahren bewährten Prozedere ändert sich nichts, bis auf den freiwilligen Corona-Test am Eingang. Hören Sie den Ratsvorsitzenden. Ja, ich darf ganz offiziell die Ratsversammlung eröffnen, feststellen, dass die Einladungen ordnungsgemäß und fristgerecht versandt worden sind und dass wir auch beschlussfähig sind. Hier im Kuppelsaal sind 24 Ratsmitglieder anwesend. An den Bildschirmen sind es nochmal 35. Aufgrund der epidemischen Lage hat Herr Oberbürgermeister Ohner im Einvernehmen mit mir als Ratsvorsitzender nach § 182 Absatz 2 Nummer 3 des NKOMVG mit der Einladung angeordnet, dass Mitglieder des Rates per Videokonferenztechnik an der Ratsversammlung teilnehmen können. Hierzu wird in den vorangegangenen Sitzungen die Konferenzsoftware Zoom verwendet. Bei der Nutzung von Zoom werden personenbezogene Daten Der Sitzungsablauf der Haushaltsplanberatung wird sich eng an die Ratstagesordnung halten. Wir werden die Beratungspunkte in der aufgeführten Reihenfolge der Tagesordnung dann nach und nach abarbeiten. Zunächst werden die Haushaltsreden der Fraktionen, der Gruppe sowie des Einzelvertreters gehalten. Nach Absprache in der Geschäftsordnungskommission vom 3.12.2020 darf bei der Hauptaussprache über den Haushaltsplan je eine Sprecherin oder ein Sprecher einer jeden Fraktion oder Gruppe einmal bis zu 20 Minuten sprechen. Die Dauer des Wortbeiträges von Ratsherrn Braune als Einzelvertreter beträgt 10 Minuten. Über diese Haushaltsreden findet keine Aussprache statt. Im Vorfeld umstritten war ein Dringlichkeitsantrag der Ratsmehrheit zur Ausschreibung der Position eines Wirtschafts- und Umweltdezernenten bzw. Dezernentin. Diese Position wird im Sommer frei. Den Oppositionsfraktionen war dies zu kurzfristig. Sie hatten erst am Vortag von diesem Tagesordnungspunkt erfahren. Die sogenannte Ampel konnte sich aber mit ihrer Mehrheit durchsetzen. Eigentlich ist alles klar. Im Herbst präsentierten Oberbürgermeister und Kämmerer der Ratsversammlung den Verwaltungsvorschlag. Dann haben die Fraktionen die Möglichkeit, eigene Änderungswünsche einzubringen, über die dann in der Haushaltsversammlung abgestimmt wird. Änderungswünsche von SPD, Grüne und FDP werden sofort in den Haushalt eingearbeitet, dass sie dies mit ihrer Mehrheit beschließen würden. Die Wünsche der Opposition werden in den Ausschüssen diskutiert, vielleicht auch mit berücksichtigt, aber in der Sitzung abgelehnt. Diesen ca. 150 Änderungsanträgen gehört der Nachmittag des Haushaltsberatungstages und es wurde auch genutzt. Wir begrenzen uns in unserer Sendung aber auf die Haushaltsreden vom Vormittag. Die eigene Arbeit, Kritik und Wünsche werden präsentiert. Für regelmäßige Zuschauer ergibt sich wenig Neues, nur dass unter Pandemiebedingungen das Geld knapp ist. Aber ist Sparen angesagt oder die Bürger entlasten und die Wirtschaft unterstützen? Und wo? Da sind die Meinungen sehr unterschiedlich. So, und wir beginnen mit der stärksten Fraktion. Herr Kehlich hat das Wort.
Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren, mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. In diesem Satz von Albert Einstein steckt nicht nur der Wille zur Gestaltung, sondern auch eine gute Portion Hoffnung und Zuversicht, dass wir etwas tun können, um die Situation der Menschen zu verbessern. Für uns als SPD-Ratsfraktion ist dieser Anspruch eine entscheidende Herangehensweise, insbesondere in der jetzigen Lage, in die uns die Corona-Pandemie gestürzt hat. Wir alle haben die Worte von Oberbürgermeister Onay und Stadtkämmerer von der Uhr noch im Ohr, als sie im November den Haushaltsentwurf eingebracht haben. Die Einnahmesituation der Stadt hat sich dramatisch verschlechtert. Die Auswirkungen der Pandemie treffen ausnahmslos alle Lebensbereiche der Menschen in unserer Stadt. Viele abhängig Beschäftigte wurden in Kurzarbeit geschickt. Weite Teile der Wirtschaft erzielten keine nennenswerten Einnahmen in den vergangenen 12 Monaten. Über die zum Teil besonders harte soziale Lage in manchen Quartieren unserer Stadt wird dabei sogar verhältnismäßig wenig gesprochen. Aber wir wissen, dass die Bedingungen zum Teil extrem sind, wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, dass zum Beispiel eine Familie mit 3 Kindern in einer 70 Quadratmeter Wohnung hockt und währenddessen diese Kinder nicht einmal zur Schule gehen können oder nicht zur Kindertagesstätte und wir zeitweise ja sogar die Spielplätze sperren mussten. Umso entscheidender ist es, auch für uns als SPD, eine handlungsfähige Kommune zu haben, die immer wieder versucht, die Menschen abzuholen, zu entlasten oder ihnen Anlaufstellen auch in schwierigen Zeiten zu geben. Und vor allem eines dabei niemals aufzugeben, eben genau die Hoffnung und Zuversicht, dass eine bessere Zeit kommen wird. Wir als hannoversche Sozialdemokratie tragen unseren Teil dazu bei, dass die Landeshauptstadt handlungsfähig ist und bleibt. Und wir setzen alles daran, möglichst rasch aus der Talsohle, in die uns die Pandemie gebracht hat, wieder herauszukommen. Dabei haben uns als SPD zu diesen Haushaltsberatungen vor allem 3 politische Schwerpunkte geleitet. Der soziale Zusammenhalt, ohne den wir diese Pandemie nicht gemeinsam meistern werden. Die Bildungspolitik, durch die wir vor allem soziale Gerechtigkeit befördern. Und die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik, die für den Weg aus dem Tal heraus und für die soziale Lage insgesamt entscheidend ist. Meine Damen und Herren, besondere Härten treffen in Krisenzeiten vor allem diejenigen, die bereits vor der Krise kein leichtes Leben hatten. Die Situation der obdachlosen und wohnungslosen Menschen in unserer Stadt hat sich in der Pandemie exponentiell verschärft. Kaum eine der gewohnten Anlaufstationen konnte ihren Betrieb auf normalem Niveau aufrechterhalten. Und die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist ohnehin mehr als angespannt. Deshalb ist es wichtig, dass wir in soziale Infrastruktur und Projekte investieren, die diesen Menschen zugutekommen, aber auch ihre Wohnsituation insgesamt verbessern. Ein großes Projekt, das hierbei im Fokus unserer Beschlüsse steht, ist die Sanierung und gegebenenfalls Erweiterung von Wohnungen für Bedürftige in der sogenannten Roten Reihe in der Schulenburger Landstraße. Nicht nur der allgemeine Zustand der Gebäude, sondern auch der Denkmalschutz, unter dem sie stehen, machen das Vorhaben zu einem anspruchsvollen Projekt, das wir bei der städtischen Tochtergesellschaft Hannover Wohnen bestens aufgehoben wissen. Insbesondere hierfür geben wir dem Unternehmen eine Kapitalzuführung in Höhe von 12 Millionen Euro. Wir sind überzeugt, dass die Hannover die Situation in einem angemessenen Zeitrahmen lösen kann und die Wohnungen zügig wieder für Bedürftige zur Verfügung gestellt werden können. Hinzu kommt, dass wir ab 2023 auf den Löwenanteil der Gewinnausschüttung der Hannover Wohnen verzichten wollen, um das Unternehmen in die Lage zu versetzen, zusätzlichen Wohnungsbau in den 2020er Jahren in Angriff zu nehmen. Die Hannover, meine Damen und Herren, trägt in besonderer Weise soziale Verantwortung auf dem hannoverschen Wohnungsmarkt, denn in erster Linie sie schafft, zusammen mit der Kreissiedlungsgesellschaft als Tochter der Region Hannover, die Wohnungen mit Belegrechten. Und das ist das Entscheidende, meine Damen und Herren. Wir brauchen mehr Belegrechtswohnungen, wenn wir Obdachlosen und Wohnungslosen wirklich eine Perspektive bieten wollen. Die Menschen brauchen wieder Zugang zum Wohnungsmarkt. Und dieser sozialen Verantwortung sieht sich die Hannover verpflichtet und wir als SPD ebenfalls. Dafür muss es jedoch auch eine Leistung der Kommune geben, um die Belegrechte wahrzunehmen. Es ist aus unserer Sicht gut und richtig, dass die Stadtverwaltung bereits selbst die Mittel für die Schaffung von Belegrechtswohnungen aufgestockt hat. Wir legen mit dem Beschluss, weitere 500.000 Euro dafür bereitzustellen, den Fokus noch deutlicher auf dieses Instrument.
Die Versorgung der obdachlosen Menschen findet jedoch nicht nur durch Unterbringung und Schaffung von Wohnraum statt. Sie ist verbunden mit etlichen Projekten, die unterstützen und Hilfe bieten und die wir gezielt fördern. Beispielhaft möchte ich hier unser Winternotprogramm nennen, mit dem wir den Kältebus von Johannitern und Maltesern fördern, aber auch die Straßenambulanz der Caritas. Über solche Hilfen wird Solidarität gelebt. Wir lassen die Menschen nicht im Stich, meine Damen und Herren. Zu einer menschenwürdigen Versorgung gehört selbstverständlich auch die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Körperhygiene. Das ist gerade jetzt vor dem Hintergrund der Pandemie besonders wichtig. Deshalb bringen wir mit diesem Haushalt unter anderem den sogenannten Duschbus auf den Weg, mit dem obdachlose Menschen ein zusätzliches Angebot erhalten. Wir freuen uns darüber, dass die Malteser als professioneller Sozialverband dieses Angebot umsetzen wollen. Zum sozialen Zusammenhalt, und das ist die andere Seite, gehört für uns jedoch auch, diejenigen in den Blick zu nehmen, die täglich einer geregelten Arbeit nachgehen und dennoch Schwierigkeiten haben, auf dem Wohnungsmarkt versorgt zu werden. Die Entwicklung der Baukosten im vergangenen Jahrzehnt war dramatisch und hat dazu geführt, dass ohne die städtische Wohnraumförderung Quadratmeterpreise für die Kaltmieten im Neubau aufgerufen wurden, die für die meisten Menschen schlichtweg nicht erschwinglich sind, meistens jenseits der 12 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete. Darum haben wir eine Offensive Wohnen für die Mittelschicht gestartet, indem wir einerseits baukostensenkende Maßnahmen wie die Stellplatzsatzung bereits beantragt und umgesetzt haben und andererseits mit diesem Haushalt unser Wohnraumförderprogramm um eine Stufe erweitern. Wer mindestens die Hälfte seines Wohnungsbauprojektes für 8 Euro Kaltmiete, Nettokaltmiete anbietet, erhält hierfür künftig ebenfalls auf Antrag einen Zuschuss von der Stadt. Auf diese Weise bekommen wir mehr bezahlbare Wohnungen für die Mittelschicht. Auch das ist uns als SPD ein Kernanliegen. Wie notwendig mehr bezahlbarer Wohnraum ist, zeigt auch ein Blick auf die Frauenhauslandschaft in Hannover. Die Pandemie wirkt auch hier wie ein Brennglas, das bestehende Probleme noch stärker hervorhebt. So verschärft die Pandemie auch Probleme der Kapazitäten und der Länge der Aufenthalte im Frauenhaus, da die Suche nach bezahlbarem Wohnraum lange dauert. Bereits zum letzten Doppelhaushalt haben wir deshalb zusätzliche Mittel in nie dagewesener Höhe bereitgestellt, um den Ausbau der Frauenhauslandschaft voranzutreiben. Mit der Eröffnung des Frauenhaus 24 ist hier schon ein wichtiger Meilenstein erreicht worden. Durch eine Ausweitung des betreuten Übergangswohnens nach dem Aufenthalt im Frauenhaus und zusätzlichen Frauenhausplätzen für junge Frauen wollen wir das Thema Gewaltschutz für die Opfer häuslicher Gewalt weiter voranbringen. Damit nehmen wir auch die besonders von Gewalt betroffene Gruppe der Obdach- und wohnungslosen Frauen in den Blick, indem wir das Projekt Bertha fördern. Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren, einer der debattierfreudigsten Ausschüsse dieses Rates dürfte wohl der Schul- und Bildungsausschuss sein. Das ist bei näherer Betrachtung nicht überraschend, prallen hier doch besonders deutlich unterschiedliche Interessen und Anschauungen aufeinander. Zwar dürfte ein großer Teil dieser Debatten eigentlich auf die Ebene des Landes gehören, aber auch in der kommunalen Schul- und Bildungspolitik geht es in vielen Teilen um soziale Gerechtigkeit. Denn die Bildungseinrichtungen sind nicht selten soziale Ankerpunkte in den Quartieren insgesamt und Anlaufstellen nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Eltern und ehrenamtliche Strukturen. Das von uns bereits zum letzten Haushalt begonnene Programm Schulen mit besonderen Herausforderungen, bei dem es analog zum Programm Schule Plus des Landes Niedersachsen um Schulen in Stadtteilen mit einkommensschwacher Bevölkerungsstruktur geht, ist in genau dieser Weise ein kommunaler sozialer Anker in den Quartieren. Aus dem Programm werden Projekte gefördert, die den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Schule, aber auch insgesamt im Quartier voranbringen. Gute und verlässliche Schul- und Bildungspolitik einer Kommune darf sich eben nicht auf Investitionen in Beton, Steine und Holz reduzieren. Darum ist dieses Programm, das wir mit diesem Haushalt nicht nur fortsetzen, sondern zusätzliche Schulen, die Grundschulen Fusestraße und Finnhorst, aber auch die Pestalozzi-Schule aufnehmen, von großer Bedeutung für die soziale Quartiersentwicklung. Als SPD-Ratsfraktion Hannover beschäftigen wir uns seit geraumer Zeit mit der Bekämpfung von Kinderarmut. Dazu hatten wir in der Vergangenheit eine Veranstaltungsreihe mit Expertinnen und Experten mit ihnen beraten, um hieraus Maßnahmen für alle politischen Ebenen, von der Stadt bis hin zum Bund, abzuleiten. Ein Ergebnis finden Sie, meine Damen und Herren, in den Beschlüssen des Mehrheitsbündnisses zu dem sogenannten Hannover-Fonds gegen Kinderarmut. Auch hier geht es um gezielte Förderung und Unterstützung von Kindern und Familien, die wahrlich nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wir wollen kein Kind zurücklassen. Meine Damen und Herren, ich hatte es eingangs darauf hingewiesen, dass einer unserer Leitgedanken bei den Haushaltsberatungen war, wie wir aus der Krise wieder herauskommen. Und eines ist dabei für uns als SPD ganz sicher,
gegen die Krise anzusparen, ist keine Option. Im Folgenden lobte die Arbeit der rot-grün-gelben Mehrheit, die sowohl für die Hannover Messe als auch das HCC zusammen mit dem Land Rettungsprogramm erarbeitet hätte. Die Sportvereine wären durch die Erhöhung der Übungsleiterpauschalen gestärkt worden. Für die zukünftige Entwicklung der Innenstadt sei der Innenstadtdialog aufgelegt worden. Aber Luxusprojekte seien derzeit nicht möglich. Und unserer Geschäftsstelle, die sich viele Stunden bis ins Detail dieses Haushaltes begeben und um Schwerpunkte und Anträge gerungen haben. Ich möchte mich auch bedanken für das konstruktive und faire Miteinander in den Verhandlungen mit unseren Partnern Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Das war eine gute Atmosphäre, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und schließlich gilt unser Dank als Fraktion der Stadtverwaltung voran dem DezernentInnenkollegium, das uns bei unseren Beratungen begleitet und informiert hat. Dafür ebenfalls ein richtig großes Dankeschön. Uns allen wünschen wir, dass diese Krise möglichst schnell zu ihrem Ende kommt und wir in eine gemeinsame Zeit mit besseren Aussichten kommen werden. Mit diesem Haushalt und unseren Beschlüssen jedenfalls können wir deutlich sagen, wir sind vorbereitet. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Killig. Als nächster hat der Wahlgeordnete Seidel das Wort. Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich in der schwersten Krise seit 76 Jahren. Seit gut einem halben Jahr bestimmt nun schon die Covid-19-Pandemie das Leben der Menschen in Deutschland und somit auch in Hannover. Verwaltung und Ratspolitik mussten ihre Arbeitsweisen ebenfalls anpassen und umstellen. Und so kommen wir auch erst heute, fast ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant, zusammen, um den Doppelhaushalt für die Landeshauptstadt und das bereits laufende Jahr 2021 und das kommende Jahr 2022 zu diskutieren und zu beschließen. Ein Umstand, der auch nur durch Anpassungen des Landesgesetzgebers möglich wurde. Wer hätte das alles noch im Februar 2020 für denkbar gehalten? Der Oberbürgermeister und der Kämmerer haben zu Recht bei der Einbringung des Haushaltes darauf hingewiesen, dass diese fundamentale Krise nicht ohne Auswirkungen auf den finanziellen Spielraum der Landeshauptstadt und ihr Engagement bleiben kann. Herr Dr. von der Uhr sprach von den schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen und restriktiven Vorgehen. Mehr denn je, so der Kämmerer, müsse es, ich zitiere, um die Orientierung am Machbaren und nicht am Wünschenswerten gehen. Er verband dies mit einem Appell an die Ratspolitik, sich von haushalterischer Vernunft leiten zu lassen. Um es deutlich zu sagen, hier ist dem Kämmerer uneingeschränkt zuzustimmen. Meine Fraktion mahnt dies nicht ohne Grund an und nicht erst seit Corona. Aber, meine Damen und Herren, und lieber Kollege Killig, Corona ist nicht an allem schuld. Und Corona ist auch nicht für alles verantwortlich, was in dieser Stadt schiefläuft. Das läuft schon länger schief und schon länger, als die Corona-Krise läuft, schief. Aber kommen wir zurück zu dem, was der Kämmerer gesagt hat. Wenn Sie, lieber Dr. von der Uhr, davon sprachen, dass der Staat und die Landeshauptstadt in der Krise handlungsfähig seien, so bekommt das schöne Bild in unserer Stadt zumindest eine Schieflage. Der Staat, hier namentlich das Land Niedersachsen und die Bundesrepublik Deutschland, ist handlungsfähig, weil dort in den letzten Jahren mit Augenmaß gewirtschaftet wurde. Der Fetisch der schwarzen Null, meine Damen und Herren, von der Ampel, den Ihre Kolleginnen und Kollegen uns bis vor kurzem auch gerne mal Ihrem eigenen sozialdemokratischen Bundesfinanzminister vorgeworfen haben, erweist sich nämlich als richtig. Er hat nämlich dafür die solide Grundlage geschaffen, dass die aktuelle Handlungsfähigkeit gegeben ist. Ähnliches lässt sich über die Finanzpolitik der Landeshauptstadt Hannover leider nicht sagen. Von vernünftigen, zukunftsgerichteten Handeln mit Augenmaß konnte hier in den letzten Jahren und Jahrzehnten nun wirklich nicht die Rede sein. Der
Kämmerer nennt es ein ausgewachsenes strukturelles Defizit. Hervorgerufen wurde es allerdings durch immer mehr Aufgaben, die der Stadt zuerst durch Rot-Grün, aber jetzt auch von der Ampel aufgebürdet wurden. In der Folge wuchs die Aufwandseite des städtischen Haushalts immer mehr an, ohne dass die zum Teil rekordartig angewachsenen Erträge dies gedeckt hätten. Um das klar zu sagen, meine Damen und Herren, unsere Stadt lebt nicht von ihren Rücklagen, sie lebt von der Substanz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Konstruktion war schon immer mit heißer Nadel gestrickt. Ein Umstand, von dem nicht nur Ihr Vorgänger, lieber Herr Dr. von der Uhr, eindringlich gewarnt haben. Ich habe das auch schon mal gemacht, nämlich am 13. Dezember 2018 in meiner damaligen Haushaltsrede und habe damals gesagt, dramatische Umwälzungen oder gar massive Einbrüche in jenen Branchen, denen die rund 30 Firmen, die nach Aussage des Kämmerers maßgeblich sind für Gewerbesteuereinnahmen der Stadt, können das schöne Bild zerstören. Und nun brechen diese Einnahmen krisenbedingt weg und das ganze Desaster wird offenkundig. Aber es entbehrt daher nicht eine gewisse Ironie, dass es ausgerechnet ein sozialdemokratischer Kämmerer ist, der Ihnen, meine Damen und Herren des Ampelbündnisses, mit seinem heute ebenfalls zur Abstimmung stehenden Haushaltssicherungskonzept, das auf den ersten Blick fast etwas Christdemokratisches hat, nicht nur den Spiegel vorhält, sondern Ihnen auch gleich die Rechnung für die Misswirtschaft Ihrer vergangenen Jahre und Jahrzehnte präsentiert. Dennoch besitzen Sie die Dreistigkeit in diesem Haushaltsplanberatung, um so zu tun, als hätten Sie mit dieser ganzen Entwicklung aber auch nicht das Geringste zu tun. Interessant ist dabei das Verhalten in Ihrem Bündnis. Die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen versuchen, sämtliche Versäumnisse der Vergangenheit ihren sozialdemokratischen Partnern einzulasten. Ganz so, als trügen sie nicht bereits seit 30 Jahren Selbstverantwortung in unserer Stadt, besetzen hier keine Dezernatenposten und hätten nicht die allermeisten Entscheidungen in diesem Rat mitgetragen. Die Sozialdemokraten ihrerseits, nach der Oberbürgermeisterwahl vielleicht in Sorge um ihre Mehrheit, geben sich jetzt staatstragend und entdecken plötzlich Handlungsfelder, die bislang offenbar unbekannt waren, obwohl man sie doch selbst geschaffen hat. So findet der SPD-Fraktionsvorsitzende, der werte Kollege Kehlich, mit Blick auf das nicht endende Thema Bauamt, das städtische Gebäudemanagement mache einen guten Job und stellt fest, ich zitiere Sie, die Gebäude werden ja nicht besser, wenn man die Erneuerung herausschiebt. Glückwunsch, Herr Kollege, zu dieser bahnbrechenden Entscheidung. Allein ein Blick in die hannoverschen Schulen, um nur ein Beispiel zu nennen, hätte Ihnen das längst mehr als deutlich vor Augen führen können. Ebenso übrigens wie die Versäumnisse Ihrer Fraktion beim Ziehen der richtigen Schlussfolgerungen aus dieser Erkenntnis. Ein wenig erinnert mich dieses Verhalten an den berüchtigten Menschen mit Helfersyndrom, der einen erstmal in die Grube schubst und einem dann hinaushilft. Und dann stellt er sich als Retter dar. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Warnungen des Kämmerers beim Ampelbündnis offenkundig auf taube Ohren stoßen. Mit unseren Warnungen sind sie in der Vergangenheit ja ebenfalls so umgegangen. Bloß nicht hören, was man nicht hören will. Und ich sage Ihnen das, erneute Aufwandssteigerungen im Millionenbereich sprechen doch hier eine deutliche Sprache. In diesem Jahr geben sie 2 Millionen Euro mehr aus, in 2022 3 Millionen. Ganz so, als wäre der Kämmerer eher der einsame Rufer in der Wüste. Allerdings bleiben bisherige Lieblingsprojekte beispielsweise im Sport- und im Kulturbereich dabei auf der Strecke. Geschuldet jedenfalls soll dieser Eindruck beim Publikum entstehen, ist dies anscheinend der schon neu entdeckten staatspolitischen Verantwortung. Ob dies Agieren allerdings bei den Wählerinnen und Wählern verfängt, steht vorläufig noch dahin. Zumal Sie in alter sozialdemokratischer Manier eben diesem Wähler zur Sanierung des Haushaltes wieder in die Tasche greifen. Ich sag mal Hundesteuer, Friedhofsgebühren oder Essensgeld in den Kitas. Und Ihr dritter Bündnispartner, der trägt das alles auch noch mit, obwohl der alte und neue Stadtverbandsvorsitzende der FDP sich in der letzten Woche noch öffentlich gegen Steuererhöhungen aussprach, um dann am letzten Donnerstag auch mit seiner Stimme die Hundesteuer zu erhöhen. Das ist schon super. Meine Damen und Herren, meine Fraktion hat über die Jahre hinweg unseren Gestaltungswillen für die Stadt immer wieder betont, weil wir davon überzeugt sind, dass es tatsächlich besser gehen könnte in unserer Stadt. Die CDU ist für eine bessere Luftqualität, mehr Aufenthaltsqualität, Stärkung der Kultur und eine bessere Schulpolitik. Sie möchte Menschen nicht bevormunden, sondern mitnehmen. Das Gemeinwohl müsse gestärkt werden und dafür sei Kultur ein wichtiges Element. Was nach meiner festen Überzeugung die große Mehrheit der Hannoveranerinnen und Hannoveraner eint, ist, dass sie das freie, offene und moderne Leben der Großstadt schätzt.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lassen Sie mich am Ende zum Abschluss dieser Rede noch einige persönliche Worte an Sie alle richten. Und ich habe vorhin Herrn König gefragt, ich hätte nicht gedacht, dass ich das an der Stelle tun werde, an der 2016 der US-amerikanische Präsident Barack Obama stand und zu uns gesprochen hat, wie ich finde, aus meiner Sicht der Höhepunkt der 10er Jahre in unserer Stadt. Das, meine Damen und Herren, war meine letzte Haushaltsrede und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wie schon Charles Darwin vor mehr als 150 Jahren feststellte, nichts ist in der Geschichte des Lebens beständiger als der Wandel. Insofern wandelt sich auch mein Leben nach der kommenden Kommunalwahl. Doch ich kann Ihnen eins versprechen, bis zum Ende dieser Legislaturperiode werde ich mich gerne weiter mit Ihnen um den richtigen Weg für unsere tolle Landeshauptstadt streiten und demzufolge freue ich mich auf die kommenden Monate. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Seidel. Es folgt jetzt die Haushaltsrede von Bündnis 90 Die Grünen und ich sehe Frau Dr. Klausen-Moradian. Ja, vielen Dank. Vorausschicken möchte ich, dass ich hier stellvertretend auch für meinen Mitfraktionsvorsitzenden Daniel Gardemin hier stehe. Wir sind eine Doppelspitze und der Redebeitrag ist von uns beiden und natürlich und sowieso auch im Namen unserer ganzen grünen Ratsfraktion. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir befinden uns nicht nur in der Schlussphase unserer Haushaltsberatungen, sondern auch in einem super Wahljahr. Einige haben auch in Hannover bereits den Wahlkampf eröffnet, Herr Seidel, wenn ich das mal hier anmerken darf. Da muss man aber auch eigene Akzente setzen. Die habe ich ein bisschen bei Ihren Haushaltsanträgen und auch hier bei Ihrer Rede vermisst. Schauen wir doch mal auf die Wahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Da lässt sich ablesen, grüne Politik setzt zukunftswirksame Schwerpunkte, grüne Gestalten und das kommt an. Darin sehen wir natürlich auch hier in Hannover unseren Auftrag, auch und gerade für den kommunalen Haushalt. Denn dieser bildet das wirtschaftliche Fundament und mit ihm setzen wir die finanziellen Rahmenbedingungen für das Funktionieren der Stadt und unser Zusammenleben in ihr im besten Sinne. Handlungsmaßgabe unserer grünen Ratsfraktion ist die Gestaltung einer solidarischen, einer zukunftsfähigen Stadt. In den Bereichen Jugend und Bildung, Soziales, Wohnen sowie Umwelt und Klima liegen daher auch die Schwerpunkte unserer Initiativen und unserer Anträge zum aktuellen Doppelhaushalt. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Krise und ihre Folgen verlangen allen viel ab. Soziale und wirtschaftliche Gräben werden noch deutlicher sichtbar. Unterstützung ist nötig durch alle Fachbereiche und auf allen Ebenen. Trotz der angespannten Haushaltslage versuchen wir, diese Unterstützung zu bieten. Beispielsweise durch die Verlängerung des Corona-Stabilitätspaketes und zahlreiche Zuwendungsanträge. An unseren Haushaltsanträgen lässt sich gut ablesen, wie sehr wir die Zusammenarbeit mit den freien Trägerinnen und den Netzwerken schätzen. Denn diese engagieren sich unmittelbar am Puls des Geschehens und diese haben die jeweiligen Zielgruppen auch direkt im Blick. Die Sparten Soziales,
Bildung, Jugend, Sport, Kultur, Gleichstellung, Migration und Umwelt leisten hier eine äußerst wichtige Arbeit. In der Stadt, und zwar im direkten Kontakt mit den Beteiligten, mit den Betroffenen und mit den Aktiven. Diese Erfahrungen gilt es zu nutzen, um das Zusammenleben in Hannover weiterzuentwickeln. Bereichsübergreifend und im Zusammenspiel mit der Verwaltung können wertvolle Strategien entstehen, die die Stadt auf krisensichere Beine stellen. Denn so vielfältig wie unsere Stadtgesellschaft ist, so vielfältig sollten auch die Angebote und die Herangehensweisen sein. Ein elementarer Themenbereich ist für uns Bildung und Teilhabe. In den letzten Monaten zeigten sich hier ganz klar die Schwachstellen. Zu viel wurde durch die Schließungen den Familien überlassen. Mit unseren Anträgen setzen wir uns für vielfältige Lernangebote und eine bedarfsgerechte Bildung ein, die Defizite auffangen und punktgenaue Unterstützung bieten können. So wird eine weitere Förderung durch die Sommerschule möglich und naturnahe Lernorte und IGSen werden gestärkt. Seit mehr als 10 Jahren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ermöglicht der erfolgreich etablierte Hannover Aktivpass die Teilhabe an Bildungs-, Sport- und Kulturangeboten. Gerade diese Teilhabe ist durch die Corona-Krise verstärkt gefragt und nötig. Daher haben wir uns für die Weiterführung dieses Angebotes auch stark gemacht. Ein weiteres Thema, das für uns immer auch die Stärkung der Demokratiefestigkeit unserer Gesellschaft beinhaltet, ist die Sicherung der Jugendverbandsarbeit. Hier sichern wir die vor 2 Jahren auf den Weg gebrachten Verbesserungen bei der Personalausstattung des Stadtjugendrings, wie auch die Systematik bei der Verbandsförderung, ohne dass hierfür gravierende Kürzungen an anderer Stelle anfallen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Krise erzeugt neue Armut. Sie trifft gerade armutsgefährdete Familien besonders hart. Der Druck auf Familien steigt durch die Mehrfachbelastung, die wir aktuell haben. Daher sprechen wir uns auch ganz entschieden gegen die drastischen Sparvorschläge aus, die nämlich aus Richtung der CDU und auch der AfD kommen, zum Kinder- und Jugendbereich. Im Gegenteil, genau der Kinder- und Jugendbereich muss gestärkt werden. Wir wollen daher das Angebot des Familienservicebüros weiterentwickeln. Dieses Büro kann viel mehr sein als eine Agentur zur Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen. Das ist natürlich seine wichtige Kernaufgabe, ohne Zweifel. Aber wir wünschen uns dort mehr Service und Beratung auch für die weiteren Herausforderungen des Familienlebens. Um Familien zusätzlich finanziell zu entlasten, wollen wir auf einen Teil der Erhöhung des Essensgeldes verzichten, sodass die Erhöhung in 2022 nur zur Hälfte erfolgt. Ein wichtiger Aspekt für die gesellschaftliche Teilhabe ist auch der Sport. Nicht nur, aber besonders für Kinder und Jugendliche, vor allem auch aus sozial benachteiligten Familien. Deshalb wollen wir die hannoverschen Sportvereine durch den Aufbau von Kooperationen und Fusionen stärken. Eine städtische Servicestelle soll dies unterstützen. Neben den Vereinen sehen wir aber auch die wachsende Fun- und Freesportszene, gerade für junge Aktive. Diese wollen wir zusätzlich fördern. Denn die Mehrheit der Sportlerinnen ist ohne bindende Vereinsstrukturen unterwegs, nutzt Sport- und Bewegungsangebote im öffentlichen Raum. Bei der Sanierung und Finanzierung unserer Schwimmbäder haben wir den Akzent auf das Miesburger Bad und das Vössebad gesetzt. Diese sind wichtige und
Besonders finden wir dringliche Bausteine für die Bäderversorgung in der Stadt und damit für die Gesundheit und Bewegung, für den Sport und nicht zuletzt auch dafür, dass alle Kinder früh und gut schwimmen lernen. Im Sozialbereich setzen wir uns mit unseren Anträgen zum Haushalt speziell für die Obdachlosenhilfe ein, für die Suchthilfe und für die Weiterentwicklung der Wohnquartiere. Wir haben uns hierfür maßgeblich auf die beiden Themenfelder Prävention und bedarfsgerechte Unterstützung auf Augenhöhe konzentriert. Und zwar weg von reiner Mildtätigkeit hin zur Selbstermächtigung. Im Gleichstellungsbereich haben wir uns ebenfalls für vielfältige Prävention und Beratung stark gemacht. So wollen wir unter anderem Retake Care als Projekt für ein sicheres Nachtleben verstetigen. Mit der Förderung von TBEA wollen wir die Beratung und das Training für Verursacherinnen von Gewalt unterstützen. Genauso wie die Fortbildung von Multiplikatorinnen. Durch das sehr schöne Projekt Bertha kann eine Cloud für wohnungslose Frauen eingerichtet werden, in der sie ihre Dokumente sicher speichern und überall abrufen können. Im Migrationsbereich geht es uns um deutlich mehr als um reine Unterbringung. Es geht darum, anzukommen, sich neu orientieren. Die Grünen stehen zu ihren Themen. Sie wollen die autofreie Innenstadt, Projekte zur Antidiskriminierung, die Kultur unterstützen, den Wohnungsbau fördern, Plätze beleben und die Umwelt entlasten. Durch die Verlängerung des Hannover Aktivpasses soll auch die ärmere Bevölkerung unterstützt werden. Vor allem möchte sie aber auch eine starke Verwaltung, die in der Lage ist, diese Optionen umzusetzen. Wir als Grüne wollen gezielt solche Maßnahmen vorantreiben, die nicht auf Kosten der nachfolgenden Generationen gehen, sondern ihnen zum Nutzen sind. Wir laden ein, mitzugestalten und die Diskussion gern und durchaus auch kontrovers zu führen. Ein Verharren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Verharren im Status quo, ein Festhalten am Althergebrachten, nur weil man sich so schön darin eingerichtet hat, kommt für uns nicht in Frage. Das können wir uns nicht leisten. Eine Minute noch. Müssen her. Die Ansätze dafür sind längst da. Es fehlt nur noch an der Umsetzung. Dafür haben wir mit unseren Anträgen Weichen gestellt und unterstützen damit auch die Stadtverwaltung. Die Umsetzung der Haushaltsanträge kann aber nur gemeinsam mit einer starken Stadtverwaltung gelingen. Neben den Strategien, die die Verwaltung ohnehin plant, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, haben wir weitere Punkte aufgegriffen, die wir für die kommenden Jahre deutlich stärker befördern möchten. Zum einen gilt es, die Anzahl der Ausbildungsplätze bei der Stadt zu erhöhen und somit jungen Menschen die Gelegenheit zu geben, eine abgeschlossene Qualifizierung zu erlangen. Gleichzeitig möchten wir den Quereinstieg für Interessierte ausgefragten Berufsgruppen vereinfachen und fördern. Damit kann die Stadt sowohl einen wichtigen Beitrag zur Heranbildung von Fachkräften leisten und auch gute Leute für die Verwaltung gewinnen. Und ich komme zum Schluss. Ja, die Zeit ist jetzt auch um. Werden wir immer noch gerne als Ökopartei bezeichnet. Dass wir aber weit mehr Themen und Strategien haben, dürfte es nicht nur erst in diesem Haushalt klar sein. Starres Schubladendenken bringt niemanden voran. Dafür setzen wir uns, wir setzen uns ein für ein solidarisches und zukunftsfähiges Hannover mit unseren Anträgen im Haushalt und auch in Zukunft. Ich möchte mich bei allen aus Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft herzlich bedanken, die diese Ziele ebenso vor Augen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Klaus-Moradian. Und als Nächster hat Herr Machentanz für die Gruppe Linke und Piraten das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren.
Nichts ist schwerer und fordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen Nein, schrieb Kurt Kultrowski. Wir haben heute viel und werden noch viel über die Corona-Krise hören. Für was alles die Pandemie, wer sie leugnet, ist ein Dummkopf, herhalten muss, ist dann doch erstaunlich. Deshalb möchte ich in meiner Rede einen anderen Schwerpunkt setzen. Wir von der Gruppe Linke und Piraten möchten einen Blick auf die Krise hinter der Krise werfen. Wir können ja nicht so tun, als ob 2019 noch alles in Butter war und paradiesische Zustände herrschten. Für wenige schon, für die meisten Hannoveranerinnen nicht. Jahrzehntelanges, geradezu religiöses Festhalten an neoliberalen Glaubenssätzen, und dazu zählen auch die ÖPP-Projekte, hat eine gesellschaftliche Brandschneise mitten durch die Gesellschaft gezogen. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es waren schon die bestehenden Lebensumstände zu Beginn unserer Legislaturperiode Ende 2016 die große Not von mehr als einem Viertel der Menschen in Hannover, die trotz immensen gesellschaftlichen Reichtums schauen mussten, wie sie über die Runden kamen und wie viel Geld am Ende des Monats übrig blieb. Schon gar nicht durfte Unvorhergesehenes wie Waschmaschinen oder Kühlschrank ausfallen. Für eine Reparatur hat das wenige Geld dann gar nicht mehr gereicht. Mir hat damals eine junge Familie aus Linden mit zwei Kindern, der Vater bekam Mindestlohn und die Mutter hatte einen 650-Euro-Job geschrieben, was sollen wir machen? Uns ist die Waschmaschine kaputt gegangen. Es reicht schon so kaum. Solche und ähnliche Briefe erreichen mich immer wieder. Das ist beschämend und gleichzeitig machen sie mich wütend. Die soziale Not ist der Boden für die Rechten. Das ist der Humus für den seinerzeit raketenhaften Aufstieg der AfD gewesen. Gleichzeitig zeigt es den Weg auf für ihre Marginalisierung. Rechts bekämpft man durch gute Sozialpolitik. Wie waren die gesellschaftlichen Zustände, bevor Corona kam? Die städtische Infrastruktur war in einem erbärmlich maroden Zustand. Wenn jahrelang notwendige Instandsetzungsarbeiten und Reparaturen ausbleiben, dann setzt eben der Verfall ein. Wenn an Gebäuden und Gerätschaften etwas getan wurde, dann war es notdürftig, Flickschusterei. Corona hat dann die Verhältnisse zum Tanzen gebracht oder besser zum Stillstand. Die Pandemie wirkte wie ein Brennglas und verschärfte die zum Teil katastrophalen Lebensumstände vieler ärmerer Menschen. Eine neue Untersuchung des Robert-Koch-Instituts hat ergeben, dass Corona für Ärmere deutlich tödlicher war als für Wohlhabende. Ein Vergleich aller 401 Landkreise und kreisfreien Städte ergab, in sozial benachteiligten Regionen lag im Dezember und im Januar die Covid-19-Sterblichkeit um rund 50-70% höher als in Regionen mit geringer sozialer Benachteiligung. Das heißt für unsere Stadtgesellschaft, für niemand war und ist Corona tödlicher als für arme Mitbürgerinnen. Die soziale Not bezieht immer neue gesellschaftliche Akteure, solo-selbstständige Kulturschaffende mit ein. Ich will an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass es auch hier bei den sogenannten Corona-Hilfen große Unterschiede gab und gibt. Die Großen bekommen Milliarden, schicken ihre Beschäftigten in Kurzarbeit und zahlen an ihre Aktionäre Milliarden an Dividenden aus. Ganz nach dem neoliberalen Motto, Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert. Besonders betroffen sind unsere Kinder, die seit fast einem Jahr ohne Freunde, ohne gemeinsames Lernen und Spielen, alles, was ein Kind so ausmacht, auskommen. Seit fast einem Jahr hat die Politik im Bund, Land und Kommunen Zeit gehabt, um ein Konzept für Schule und Kindergarten in Präsenz zu entwickeln. Bis heute gibt es keins, ein Skandal und ganz bitter für unsere Kinder. Besonders bitter für jene Kinder, die in Linden-Süd in einer fünfköpfigen Familie auf 75 Quadratmeter ohne Garten mit einem Endgerät für drei Kinder im Homeschooling verharren müssen. Wie lange wollen wir das Eltern und Kindern noch zumuten? Eine Stadt, wie die Linke sie sich wünscht, ist eine Stadt, in der soziale und kulturelle Teilhabe für alle Bürgerinnen gewährleistet ist. Gerade für die Schwächsten in unserer Gesellschaft, den mehr als 4.000 Wohnungslosen und mehr als
500 obdachlosen Mitbürgerinnen wurden seitens der Stadt Hannover in den vergangenen Jahren viel zu wenig getan und viel zu viel zugemutet. Aber die Betroffenen ertragen ihr Schicksal nicht mehr schweigend. Letzten Sommer fanden mehrere Demonstrationen in der Nordstadt, in Linden und in Hannover City von wohnungslosen Menschen und Mieterinitiativen statt, die großen Zulauf fanden. Im Herbst haben dann Aktivisten von Sonst besetzen wir ein Protestbanner mit dem Slogan Wohnen für alle, sonst besetzen wir am Wohnungsamt angebracht. In einer stadtweiten Kampagne wurden 1000-fach Forderungen zur Bekämpfung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit in 19 Stadtteilen plakatiert. Der Rauschmiss von 17 Obdachlosen aus dem Naturfreundehaus empörte viele Bürgerinnen. Aus Wut und Betroffenheit entwickelte sich eine Welle der Solidarität. Zehntausende Euro wurden von Privatleuten gespendet. Und die Forderung der Linken zur menschenwürdigen Einzelunterbringung obdachloser Menschen in Hotels konnte für eine kleine Gruppe von Menschen realisiert werden. Infolgedessen stellte die Stadt in Dörn eine Immobilie zur Unterbringung von Obdachlosen zur Verfügung und richtete einen neuen Tagestreff in Ahlem ein. Wir erwarten, dass von städtischer Seite noch viel mehr für wohnungs- und obdachlose Menschen getan wird. Aus diesem Grund haben wir einen Haushaltsantrag gestellt, der eine massive Ausweitung von Housing First-Projekten vorsieht. Um von Zwangsräumungen betroffenen Menschen zu helfen, bedarf es der Schaffung und von Sozialpädagogenstellen beim Amt für Wohnungswesen. Denn gerade in Corona-Zeiten darf es nicht sein, dass Hannoveraner Bürgerinnen ohne Obdach sind. Und auch andere natürlich nicht. Also Einwohnerinnen ist das richtige Wort. Habe ich hier falsch aufgeschrieben. Entschuldigung. Aufgrund des mangelhaften Engagements der Stadt Hannover, dem Ärmsten der Armen zu helfen, hat Sandra Lücke 2015 das Bollerwagen-Café Hannover auf den Weg gebracht. Eine großartige private Initiative. Die Linke fordert, dass die Landeshauptstadt Hannover ab Mai eine Vollzeitstelle für ein anzumietendes Ladenlokal dieser Initiative finanziert. Denn nur mit rein ehrenamtlicher Arbeit ist eine stetig wachsende Zahl zu versorgender Menschen mit Kleidung, Schuhen, warmem Essen, Getränken und Hygieneartikeln nicht mehr leistbar. Die Personalmittel für die Straßensozialarbeit in Hannover müssen ebenfalls aufgestockt werden. Leider finden Hilfen für Angehörige der Trinkerinnen, Drogen- und Obdachlosenszene durch den Einsatz von Streetworkerinnen bisher nur in der hannoverschen Innenstadt statt. Wir brauchen mindestens 2 neue Stellen für Sozialpädagogen mit dem Schwerpunkt Beratung für Frauen und 4 Stellen mit dem Schwerpunkt Arbeit im Quartier außerhalb der Stadtmitte für alle öffentlichen Plätze in den Stadtbezirken. Die Linken möchte eine Ausweitung des Hannover Aktivpasses, keine Kürzungen im Sportbereich und mehr Vollzeitstellen, um für Obdachlose besser sorgen zu können. Die Fraktion betrachtet den Haushalt als Haushalt für die obere Mittelschicht. Ich fordere Sie daher auf, den Sparhammer beim Sportstättenbau einzustecken. Zur weiteren Entlastung der Vereine fordern wir die Aussetzung der Sporthallengebühren bis zum Jahresende. Die Rede geht noch wesentlich weiter, aber Sie können sie unter www.linksfraktion-hannover.de vollständig nachlesen, dann komme ich auch zu den haushaltsmäßigen Details. Ja, bei der Modernisierung sieht es nicht so gut aus. Corona frisst Klima- und Umweltpolitik. Der verzögerte Ausstieg von Enercity aus der Kohlekraft verschärft die Klimakrise. Die Wohnungspolitik kommt entschieden zu kurz. Und damit sind wir beim Kern des Haushaltsplanentwurfs. Dies ist ein Haushalt für die obere Mittelschicht und nicht für den kleinen Männern. Ne? Also, wisst, was wir meinen? Deshalb lehnen wir diesen ab. Liebe Mitbürgerinnen, machen wir Schluss mit der Ampelstadt. Tun wir mehr für soziale Gerechtigkeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Machentanz. Es folgt nun die Haushaltsrede der AfD-Fraktion. Herr Hauptstein, bitte.
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, lieber Herr Kielich vor allen Dingen am Beginn meiner Rede. Herr Kielich, ich habe ja Ihrer Rede aufmerksam gelauscht. Sie haben gesagt, Sie wollen in die Zukunft schauen. Das sehe ich auch grundsätzlich ebenso. Natürlich müssen wir in die Zukunft schauen. Ich kann allerdings natürlich auch verstehen, dass in Anbetracht der ganzen rot-grünen Fehlleistungen der letzten Jahre Sie nicht den Mut haben, hier an dieser Stelle in die Vergangenheit zu blicken. Deswegen will ich diese Rolle mal für Sie kurz übernehmen. Und bevor ich dann zu dem aktuellen Haushalt und der Zukunft in dieser Stadt komme, will ich mal mit Ihnen einen kurzen Rückblick wagen. Meine Damen und Herren, es ist mehr als 2 Jahre mittlerweile wieder her, dass wir im Dezember 2018 den letzten Doppelhaushalt für die Landeshauptstadt Hannover verabschiedet haben. Und was war das für eine Hochstimmung, in der sich damals hier die Mehrheit des Rates befand? Der SPD-Oberbürgermeister Stefan Schostock, die SPD-Fraktionsvorsitzende seinerzeit Christine Kastning, sprachen davon, direkt zu Beginn ihrer Haushaltsreden, Hannover geht es gut. Produktiver, gebildeter, lebenswerter und bunter sollte Hannover damals werden. Die damalige Grünen-Fraktionsvorsitzende Kaya Markowitz war voll des Eigenlobs für den eigenen Gestaltungswillen und den eigenen Mut. Man dachte sich ein Märchen von einem ausgeglichenen Haushalt aus, welches von willfährigen lokalen Presseorganen kritiklos verbreitet wurde. Doch was ist heute übrig von dieser linksgrünen Euphorie, diesen linksgrünen Versprechungen? Bei genauer Betrachtung ist die Antwort relativ einfach: nichts, absolut nichts. Zum einen haben sich natürlich die drei vorgenannten Verantwortlichen, Kastning, Schostock, Markowitz, mittlerweile in die politische Bedeutungslosigkeit verabschiedet. Und auch die damaligen Träumereien von einem soliden, ausgeglichenen Haushalt haben sich selbstverständlich nie bewahrheitet. So horchte man noch im Jahr 2019, also noch deutlich vor der jetzigen Corona-Krise, allein im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von rund 15 Millionen Euro an. Und auch für den Schuldenberg in Höhe von ca. 1,8 Millionen Euro, allein im Kernhaushalt unserer Stadt, war bereits Anfang 2020 keinerlei Besserung in Sicht. Dennoch waren wir, die AfD, die Einzigen, die schon Ende 2018 hier im Rat vehement auf die eklatanten Versäumnisse der rot-grünen Politik in Sachen Haushalt hingewiesen haben. Und wir waren auch die Einzigen, die ernsthafte Vorschläge, konstruktive Vorschläge für ein umfassendes Sparprogramm unterbreitet hatten. Wie so oft, allerdings an dieser Stelle leider ohne Erfolg. So wurden abermals sämtliche unserer Vorschläge, wie im Übrigen ja alle Anträge von uns in den vergangenen 4 Jahren, pauschal abgelehnt. Und man hat das rot-grüne Missmanagement einfach munter an dieser Stelle fortgesetzt. Weder hat man die vergangenen Jahre genutzt, um eine umfassende Aufgabenkritik hier in der Stadtverwaltung vorzunehmen, noch hat man irgendwie in irgendeiner Form darauf hingewirkt, eine Verwaltungsverschlankung und eine Ausgabenkürzung hier voranzutreiben. Und das alles, liebe Kollegen, obwohl man damals noch optimale Rahmenbedingungen hier in der Stadt hatte, mit Rekordniedrigzinsen und Rekordsteuereinnahmen. Man hat es trotzdem versäumt, in irgendeiner Weise effektiv den damals schon kränkelnden Stadthaushalt zukunftsfähig aufzustellen und für mögliche Krisenzeiten zu wappnen. Das Ergebnis sehen wir dann heute. Es ist auch nicht überraschend insofern, dass die jetzige Corona-Krise mit den Wirkungen einer Atombombe hier in den Haushaltsplanberatungen für die nächsten 2 Jahre eingeschlagen ist. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz klar anmerken, es ist natürlich nicht die Corona-Krise selber oder das Virus selbst, was diese Krise hier oder diese Haushaltsproblematik hervorgerufen hat, sondern es sind die völlig maßlosen, unverhältnismäßigen Lockdown-Maßnahmen, die Sie, liebe Kollegen, mit Ihren wiederum Kollegen von den etablierten Parteien zu verantworten haben. Die AfD ist die einzige Fraktion, die Projekte streichen möchte. Vor allem im Kultur- und sozialen Bereich, wie man den vielen Änderungsanträgen ansieht. Die kann auf Integrations- und Gleichstellungspolitik verzichten und betrachtet den Haushalt als Politik der verpassten Chancen. Rot-Grün hat bereits eine Vielzahl von Haushaltsjahren unnütz verschenkt. Lassen Sie uns bitte nicht noch 2 weitere Haushaltsjahre unnütz verschenken.
Die Realität, die wird Sie letztlich ohnehin einholen, liebe Kollegen. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern im Rahmen der letzten Haushaltsplanberatung, was haben Sie da gezetert und geschimpft, als wir vorgeschlagen hatten, bei 58 Millionen Aufwendungen im Kulturhaushalt läppische 3,6 Millionen Euro einzusparen. Da haben Sie uns vorgeworfen, wir würden einen Kahlschlag sondergleichen vornehmen. Wir wollten das komplette Kulturleben Hannovers zerstören. Jetzt hat sie die Realität eingeholt, meine Damen und Herren. Jetzt plant der Verwaltungsvorschlag selber damit, statt den 58 Millionen für das Jahr 2021 nur noch 45 Millionen vorzusehen. Und Sie alle werden das hier heute notgedrungen mittragen. Diese erheblichen Einsparungen im Kulturhaushalt, die wissen wir selbstverständlich zu schätzen. Das ist ganz klar. Sie haben noch eine Minute. Aber ich sage Ihnen auch, wir hätten uns natürlich gewünscht, dass diese auch in anderen Bereichen vorgenommen werden. Und vor allen Dingen hätte man das Ganze schon vor 2 Jahren angehen können, wenn Sie unseren Einsparvorschlägen damals gefolgt wären, meine Damen und Herren. Und deswegen bitte ich Sie auch deshalb hier an dieser Stelle, meine Damen und Herren, nehmen Sie nicht immer weiter Ausgabenerhöhungen vor, sondern mäßigen sich im Hinblick auf die zukünftigen Generationen dieser Stadt. Denn auch die zukünftigen Generationen dieser Stadt haben ein Recht darauf, gut und gerne hier in Hannover leben zu können. Deswegen stimmen Sie unserem Einsparprogramm hier heute vor, verzichten Sie auf Ihre Ausgabenerhöhung. Vielen Dank für Ihre Weitsicht und Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. So, als nächster redet Herr Engelke für die FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Saal, und ich begrüße auch die vielen Kolleginnen und Kollegen, die hinter mir stehen, zumindest zu sehen sind, sind nicht zu sehen. Ich begrüße Sie zahlreich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer oder wo auch immer Sie sind. Das sind Einschaltquoten, die wünscht sich eigentlich jeder Sender. Das ist sehr schön. Da ist er. Thomas. 3 Minuten vorher bitte Bescheid sagen. Danke. Ja, sicher, sicher. Ne? Jens Seidel, ich muss so ein bisschen dich korrigieren. Dieser Aufgabenzuwachs hat nicht die Ampel verursacht, sondern dieser Aufgabenzuwachs ist dadurch gekommen, dass der Bund Aufgaben an die Länder abgewälzt hat und die Länder dann abgewälzt haben auf die Kommunen. So läuft nämlich die ganze Geschichte. Und was ich eigentlich bei der Rede so nicht ganz verstanden habe, also seit 4,5 Jahren ist die CDU immer noch in der Schmollecke. Das war da, der Hauptvorrang in dieser Haushaltsrede war doch einfach nur Meckern an der Arbeit der Ampeln gewesen. Nur ich meine, mit Meckern und mit mehr Bäumen bringt man diese Stadt wirklich nun nicht voran. Und die Anträge, die meisten Anträge der CDU, die laufen doch den Beschlüssen der Ampel hinterher. Ich will nennen nur mal Kältebus, was erwähnt wurde, oder Zahnmobil, gibt schon alles schon lange. Also neue Impulse habe ich da nicht gehört, es war einfach nur Mecker gewesen. Aber eins hat mich ganz besonders aufmerksam werden lassen. Jens Seidel hat in seiner Rede gesagt, die Landeshauptstadt Hannover braucht christdemokratisches Korrektiv. Was bedeutet das? Da wurde doch mit dieser Rede der Führungsanspruch schon vor der Wahl aufgegeben. Also da wird doch praktisch jetzt schon gesagt, wir wollen bei irgendjemandem Juniorpartner werden. Das ist halt CDU. Aber was mich ein bisschen traurig macht, ich habe das heute erfahren, du wirst nicht wieder kandidieren, das bedauere ich sehr. Wir beide haben sehr, sehr lange zusammen, trotz manchmal unterschiedlicher Meinungen, sehr gut zusammengearbeitet. Das bedauere ich wirklich sehr, dass du dem Rat nicht mehr angehören wirst. Herr Machentanz, ein kurzes Wort noch zu Ihnen. Sie haben gesagt, der Haushalt ist für die Mittelschicht. Da können Sie mal sehen, so viel können wir nicht falsch gemacht haben. Aber wenn Sie meiner Haushaltsrede dann zuhören, werden Sie feststellen, der Haushalt ist noch viel, viel breiter aufgestellt
als Sie es mit Ihren Standardworten neoliberal und arme Leute und dergleichen so vereinfacht immer nur darlegen. Da gehört noch viel, viel mehr dazu. Meine Damen und Herren, meine letzte Haushaltsrede vor 2 Jahren begann ich mit den Worten: Wir leben in politisch turbulenten Zeiten. Dieser Satz gilt heute noch viel mehr und muss noch ergänzt werden. Und man muss sagen, wir leben in politisch und gesellschaftlich turbulenten und auch sehr schwierigen Zeiten. Die Corona-Pandemie hat unser politisches, wirtschaftliches, kulturelles und gesellschaftliches Zusammenleben völlig auf den Kopf gestellt und fordert viel von uns allen, von der Kommunalpolitik, von den Bürgerinnen und Bürgern, den Gewerbetreibenden, den Soloselbstständigen, der Kunst- und Kulturszene, den Vereinen und Verbänden, der gesamten Gesellschaft. Die Kommunalpolitik und insbesondere die Ampelpartner hatten und haben in diesen Zeiten Entscheidungen zu treffen. Aber wir haben die Verantwortung dieser Stadt und wir haben uns dieser Verantwortung auch gestellt. Die Menschen haben uns bei der Kommunalwahl ihr Vertrauen gegeben und diesem Vertrauensvorschuss müssen wir insbesondere in so schwierigen Zeiten gerecht werden. Wir müssen, wo nur irgend möglich, Sicherheit geben und helfen, wo es nur geht. Die insbesondere im Frühjahr 2020 kurzfristig geschnürten Hilfspakete für die lokale Wirtschaft, die Kultur und den Sport waren nötig und sie waren auch sehr effektiv gewesen. Wir haben das getan, lange bevor der Bund überhaupt reagiert hat. Allerdings haben sie den städtischen Haushalt natürlich massiv belastet, was natürlich insbesondere vor dem Hintergrund gleichzeitig eingebrochener Gewerbesteuereinnahmen spätestens zu den Beratungen zum heute zu beschließenden Doppelhaushalt sehr problematisch wurde. Die finanziellen Bedarfe waren in Anbetracht der Vielschichtigkeit der Krise, in der wir uns befinden, enorm. Der finanzielle Spielraum für uns dagegen entsprechend sehr begrenzt. Wie schon immer war und ist es Aufgabe für uns FDP-Ratsfraktion, sparsam und umsichtig mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger umzugehen. Ziel ist und bleibt für uns eine bestmögliche, zukunftsfähige und verantwortungsvolle Politik für unsere Stadt zu gestalten. Das war in diesem Haushalt eine besonders schwere und verantwortungsvolle Aufgabe, die viel Augenmaß und teilweise auch schmerzhafte Einschnitte bedeutete. Jede Position in dem von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsplanentwurf haben wir uns sehr genau angeschaut. Es gab viele gravierende Einsparungen und Streichungen in allen Bereichen. Und wir haben alles auf den Prüfstand gestellt, neu bewertet, aber wichtige Strukturen mussten erhalten und Handlungsfähigkeit natürlich gewahrt bleiben. Diesen Prämissen zufolge die Logik der Haushaltsplanberatungen. Vorsichtiges Umschichten innerhalb der vorgegebenen Finanzkorridors war der einzige, aber auch der richtige Weg, Strukturen der Vereine und Verbände zu schützen und zu erhalten. Es gehört Mut dazu, den Zeitplan für geplante Großprojekte neu zu ordnen. Wir haben diesen Mut bewiesen und das Bündnis hat diesem erheblichen Druck auch ausgehalten. Trotz der sehr engen finanziellen Spielraums konnten auch weitere liberale Akzente gesetzt werden. Die Priorisierung von Investitionen sowie keine weiteren Belastungen für Bürgerinnen und Unternehmen war uns besonders wichtig gewesen. Digitalisierung und Verschlankung der Verwaltung, Verbesserung der Situation in Alten- und Pflegeheimen, verbesserte Hilfen für Obdachlose sind weitere wichtige liberale Schwerpunkte dieser Haushaltsplanberatungen. Eine nachhaltige Zukunftsgestaltung, die alle Menschen in unserer Stadt auch in diesen schwierigen Zeiten mitnimmt, ist soziale, kulturelle und schulische Bildung. Darauf lag unser Fokus als FDP-Ratsfraktion bei diesen Beratungen. Die Förderung der Kultur ist uns Liberalen besonders wichtig. Bei den Beratungen lag der Fokus darauf, dass trotz der nötigen Einsparungen die Strukturen nicht gefährdet werden dürfen. Das ist bei einigen wenigen Zuwendungsempfängern auf Kritik gestoßen, aber kommunale Finanzen müssen nun mal leider erwirtschaftet werden und ein Doppelhaushalt ist bedauerlicherweise kein Wunschkonzert. Dennoch ist es uns gelungen, auch einige neue kulturelle Angebote in den Haushalt aufzunehmen. Das gewährleistet eine Fortentwicklung des vielfältigen Kulturangebots in unserer Stadt, aber bei gleichzeitigem Erhalt gewachsener und etablierter Strukturen.
Gerade durch die schwierige Situation im Lockdown, oder eigentlich muss man ja sagen Lockdowns, sollte man wohl sagen, hat sich gezeigt, dass die Digitalisierung des Seniorenbereichs und die Versorgung der Alten- und Pflegeheime mit kostenlosen WLAN für die dort lebenden älteren Menschen eine enorme Bedeutung hat. Wir freuen uns sehr, dass dies nun im Haushalt beschlossen wird. Das bedeutet eine enorme Verbesserung für die soziale und kulturelle Teilhabe älterer Menschen in den Wohneinrichtungen. Auch die nachhaltige Stärkung des mehrgliedrigen Schulsystems als ein Kernthema liberaler Bildungspolitik findet sich in diesem Haushalt wieder. Die Ausweitung des Programms Schulen mit besonderer Herausforderung auf 2 Grundschulen und eine Oberschule ist ein wichtiges Signal an diese Schulen, an die wir glauben und dass sie gute Arbeit leisten, wo wir sie bei allen Kräften oder mit allen Kräften unterstützen. Auch die vorgezogene Sanierung des Schulzentrums Anderten ist in diesem Kontext eine wichtige Maßnahme. Durch die anhaltende Pandemiesituation wurde vieles schwieriger. Zuvor weitgehend verborgene Schwachstellen traten mittenmal zutage und teilweise schmerzhafte Priorisierungen wurden erforderlich. So haben sich teilweise quasi Sollbruchstellen gezeigt, die zuvor nicht so deutlich gewesen sind. Daraus ergab sich für diese Haushaltsberatung ein weiterer wichtiger Schwerpunkt, dessen Prominenz im Haushalt uns als liberale Ratsfraktion sehr wichtig war. Die weitere und beschleunigte Optimierung der Verwaltung, des Verwaltungshandelns, Verkürzung von Wartezeiten in Ämtern, Digitalisierung, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch verbesserte Arbeitsmodelle. Es hat sich gezeigt, dass die Modernisierung der Verwaltungsorganisation auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorteilhaft sein kann und auch ist. Zugleich kann Arbeitsverdichtung, auch intelligente Digitalisierung und Prozessoptimierung weiterhin vermieden werden. Mit den Impulsen in diesem Haushalt ist hierfür ein wichtiger Grundstein für eine moderne und Mitarbeiter- sowie dienstleistungsorientierte Verwaltung von der Ampel gelegt worden. Doch weitere große Aufgaben werfen bereits ihre Schatten voraus. Insbesondere wird es in den kommenden Jahren die zentrale Zukunftsaufgabe sein, das Stadtzentrum neu zu denken und es besser mit den Stadtteilen zu verknüpfen. Denn Leben, Teilhabe und soziales Miteinander findet vornehmlich dort statt, in den Stadtteilzentren. Hier gibt es in der Zukunft noch viel zu tun. Und in diesem Sinne möchte ich unseren Bündnispartnern von SPD und Grünen für die Zusammenarbeit der letzten fast 4,5 Jahre und die diesjährigen Haushaltsplanberatungen danken. Wir, die Ampelpartner, haben bewiesen, dass eine starke Partnerschaft sich für alle auszahlt und in schwierigen Zeiten wie diesen von unschätzbarem Wert ist. Ich möchte an dieser Stelle auch der Verwaltung recht herzlich danken, ganz besonders den Damen und Herren Dezernentinnen und Dezernenten, die uns bei allen Fragen immer sehr schnell geholfen haben und Auskunft gegeben haben. Und manchmal haben wir ja von Ihnen erwartet, das innerhalb von Minuten zu machen. Das war nicht immer ganz möglich gewesen, aber es war wirklich eine sehr, sehr große Hilfe gewesen. Und ich möchte auch meiner Fraktionsgeschäftsstelle, namentlich Frau Dr. Lehmann und Frau Hartmann, recht herzlich danken, die viel, viel Stunden verbracht haben, um das, was wir 3 Partner uns ausgedacht haben, dann auch zu Papier zu bringen, nachzulesen, zu schreiben und dergleichen. Und wie Sie es von mir kennen, ich sage immer, ohne ein vernünftiges, funktionierendes und gutes Backoffice nützt der beste Mensch da vorne, der das denn vorträgt, überhaupt nichts. Ich danke Ihnen allen recht herzlich und wünsche uns weiterhin gute Beratung. So, da war die Erinnerung gar nicht notwendig, nicht? Ja, 5 Minuten wären es noch gut gewesen, oder 6 Minuten hätten Sie noch reden können. So, die Fraktion. Herr Klippert, bitte.
Sie alles bereit machen. Sehr geehrter Oberbürgerinnenmeister, liebe Genossinnen, geschätzte Menschen, Kameraden der AfD. Aber, um weiter fortzufahren, natürlich blieb uns als wichtigste Oppositionsfraktion, die CDU ist ja bekanntlich die größte, dann sind wir die wichtigste, auch diesmal nur bescheidene Möglichkeiten. Im letzten Haushalt waren wir leider zu spät. Wie konnten wir auch erwarten, dass in den Fachausschüssen konstruktiv debattiert, gestritten und gemeinsame Lösungen gefunden werden. Doch mit diesem Wissen haben wir diesmal noch früher angesetzt und etliche sehr gute Vorschläge schon vorher weitergegeben. Und in Summe sieht das Bild für uns auch gar nicht verkehrt aus. Zuwendung für den Stadtteilbauernhof, das NADO-Kinderhaus, Kältebusse, Duschbus, ich glaube, das war unser Antrag 2018, oder? Clubnetz, Cameo-Kollektiv, internationale Stadtteilgärten, Queer Unity, Wissenschaftsladen 2.0, Politik zum Anfassen, Retake Care etc. pp. Doch was fehlt eigentlich? Hat nicht unser vielgeschätzter Stadtkämmerer, den Sie jetzt hier in Ihrer Kungelei auch noch zum ersten Stadtrat machen wollen? Vielen Dank an dieser Stelle, Herrn Unai, dass Sie die anderen Fraktionen wieder mal für so ein wichtiges Thema nicht an einen wenigstens virtuellen Tisch geholt haben. Es ist natürlich auch die bessere Idee, noch mal kurz vor der Kommunalwahl das hier alles durchzubeschließen, jetzt wo die SPD immerhin noch zahlenmäßig die stärkste Kraft ist. Und auch die Grünen machen sich keine Gedanken darüber, dass dann weder an der Spitze noch als Vertretung eine Frau die Landeshauptstadt hier zukünftig repräsentiert. Bei der Benennung von Straßen fein auf eine Quote pochen, was auch nicht immer so gut funktioniert. Aber wenn es hier um bedeutende Repräsentation geht, hier keine Nachfolge als erste Stadträtin in Betracht zu ziehen, ist schon bemerkenswert. Scheint so, als wäre auch Ihnen das Pöstchen mit dem eigenen Parteibuch besetzen wichtiger. Was ich mich aber frage, wäre das unter einer Fraktionsvorsitzenden Dr. Freier Markowitz auch so einfach gegangen? Ich finde es wirklich ein Jammer, dass sie leider anscheinend wegen Überlastung ihren Platz hier im Rat komplett geräumt hat. Mich wundert es auch, dass unsere Presse da nicht mal tiefer gebohrt hat. Ich finde es irgendwie unglaubwürdig, dass eine starke Feministin wie Dr. Markowitz einfach so hier ihren Platz als Fraktionsvorsitzende geräumt hat und ihr Mandat da gleich dazu abgibt. Da kann ich für Sie, liebe Grünen, nur hoffen, dass da nichts anderes vorgefallen ist. Doch lassen wir uns nicht in der Vergangenheit schwelgen. Ich wollte hier auf unseren Stadtkämmerer und seine Worte hinaus. Und bevor Sie mir, werte Kollegin, wieder die Worte im Mund verdrehen, ich halte Sie, Herr von der Uhr, für kompetent und will gar nicht bestreiten, dass Sie keine gute Wahl für den ersten Stadtratsposten wären. Es geht nur um die Art und Weise, wie hier weiterhin in diesem Rathaus mit den Fraktionen umgegangen wird und wie hier hochdotierte Posten vergeben werden. In jedem Fall war es also Herr von der Uhr, der uns in seiner Haushaltsrede auf den Weg gegeben hat, überraschen Sie mich mit Einsparvorschlägen. Wer hat das getan? Nein, nicht die AfD, die will weiterhin alles streichen, was nicht in ihre Zigarettenschachtelwelt passt und schwadroniert hier von fehlgeschlagener Integration, während sie mindestens mit 2 Wirtschaftsflüchtlingen aus der DDR ihrer Fraktion beherbergt. Seien Sie doch erstmal ein Vorbild und integrieren Sie sich. Natürlich waren wir es von der Fraktion, die Fraktion, die mit Maß und Visionen Ihnen hier etliche Vorschläge gemacht haben, wo wir Geld einsparen oder eben sinnvoll investieren könnten. Wo bleibt denn jetzt die Zukunftsvision für die Deutsche Messe? Wir haben eine riesige Fläche, die niemand braucht, außer bald für ein paar ferngesteuerte Autos. Wir wissen, die Zeit der großen Messen ist vorbei, liebe Kolleginnen. Genauso vorbei wie die Vorstellung einer Innenstadt, die nur zum Shoppen gut ist. Ja, das mag früher großartig gewesen sein, fand ich als Kind auch super, aber Zeiten ändern sich. Warum müssen wir versuchen, das Tote zu bewahren? Wo war denn Ihr Aufschrei beim Videothekensterben? Da hängen auch Arbeitsplätze dran. Und apropos Tote bewahren. Wir geben Millionen im Jahr für unsere Friedhöfe aus. Wir schlittern hier immer noch knapp vorbei, keine Massengräber wegen Corona ausheben zu müssen, weil es der Wirtschaft und der Autoindustrie nicht zumutbar ist, 1,5 Ruhetage einzulegen, während andere Teile der Union sich fleißig für Masken bezahlen lassen, anstatt für ausreichend Tests, Impfstoff oder sowas wie eine Perspektive für alle zu sorgen. An dieser Stelle herzlichen Dank an den Vogel des Jahres, den Spahn. Also, warum kostet uns das Sterben so viel? Nicht nur für die BürgerInnen privat. Es kostet der Stadt Unmengen, weil wir an merkwürdigen Vorstellungen festhalten. Warum also nicht mal anders denken? Ein Friedwald oder gleich Seebestattung auf dem Marschsee. Klar, da gibt es religiöse Gründe, aber da dürfen doch die diversen Glaubensgemeinschaften doch bitte auch mal selbst für sorgen. Doch möchte ich nicht weiter über die Toten reden. Das macht uns traurig. Also, was ist denn jetzt mit der Messe? Warum bekommen wir keinen Freizeitpark? Es wird propagiert, dass das Messegelände wichtig ist und vor allem die ganzen Arbeitsplätze drumherum. Hotels, Gastronomie, Taxis und. Ein Freizeitpark bedient doch genau diese Branchen. Und was fällt den Kolleginnen der Ampel ein? Ich sage es Ihnen, da soll mal irgendwer irgendein Konzept erstellen.
Immerhin, unsere Forderung, die Dächer mit Photovoltaik auszustatten, scheint möglicherweise geprüft werden, dass man das umsetzt. Leider auch da ohne die entsprechenden Indoor-Cannabis-Plantagen. Vermutlich sind aber auch für diesen Antrag keine finanziellen Mittel eingestellt. Ja, der hat ein bisschen gedauert. Und die Stelle muss aus vorhandenen Mitteln bezahlt werden. Aber egal, nehmen wir es doch von irgendeiner Behörde. Wartet doch zum Beispiel der Ausländer vor der Ausländerbehörde noch einen Monat länger. Ob jetzt 31 oder 35 Wochen, ist doch auch irgendwie unerheblich. Aber zur Ehrenrettung, die Ampel hat beantragt, dass die Ausländerbehörde sich neu ausrichten soll. Das klingt auf dem Papier auch gar nicht verkehrt. Doch auch hier habe ich gewisse Zweifel. Ich denke, es wird auf einen Punkt hinauslaufen. Wir ändern mal das Etikett. Das nennen wir nämlich bald Welcome Center. Klasse. Hello, welcome in Germany. Now you have to wait many, many weeks, but sure, we have some Termine every day. Yes, go to the line, to the 100 other people outside in the very bad weather and get to know Germany. Good luck and welcome to the Welcome Center here in Hannover. Klingt doch gleich viel besser. Ja, generell sind wir in dieser Ratsspitze. Wir sind spitze darin, Konzepte zu fordern. So werden beispielsweise Anträge zur Verbesserung der Situation von Obdach- und wohnungslosen Menschen abgeschmettert. Denn man brauche ein Gesamtkonzept. Okay, ich gehe das mal mit. Aber statt sich dann ein Konzept zu überlegen, warten wir wieder bis zum Haushalt, der nur noch alle 2 Jahre beschlossen wird, und die Ampel verkauft dann hier ihre Ideen, also die Ideen von meist anderen Fraktionen, wie der CDU, linke Piraten und uns, ja sorry liebe Rechte, auch hier haben sie nichts zustande gebracht, verkaufen das als ihre und schreiben dann auch ein Wort davor, Konzept. Damit ist die Sache dann auch erledigt. Statt sich also vorher konstruktiv mit oppositionellen Anträgen zu beschäftigen, vergeudet dieser Rat sehr oft, ja es gibt auch überraschende Ausnahmen, da freuen wir uns auch immer sehr, seine Zeit immer damit, wieder bis zum Haushalt zu warten, der wie gesagt nur alle 2 Jahre beschlossen wird. Ich weiß nicht, wie Sie das Obdach- und wohnungslosen Menschen erklären wollen. Ja, da fallen schon die ersten Sachen um. Doch, wir verlieren nicht nur Zeit, nein. Wir versäumen damit auch, dass die Verwaltung uns dann mal vor dem Haushalt ein Konzept vorstellt und wir dann zum Beispiel hier und heute eine entsprechende Summe für ein Konzept auch zur Verfügung stellen. Auch das wäre zu verschmerzen, wenn die Ampel es nicht wieder vergessen würde, bei ihren konzeptionellen Anträgen finanzielle Mittel zu hinterlegen. Also, liebe Menschen da draußen, wundern Sie sich bitte nicht, wenn hier gute Konzepte auf dem Papier beschlossen werden und sich da nichts tut. Die Verwaltung bekommt gar nicht den Auftrag, dafür zusätzliches Personal und finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Das nennen wir dann Arbeiten mit Bordmitteln. Und wer nicht an Bord ist, der geht halt unter. Und da zitiere ich gerne unseren Krisengewinnler im Rat, Patrick Döring, wenn man hier in Hannover besser untergebracht wird als in Oldenburg, Vechta, Bremen oder Münster, dann wird sich das rumsprechen in den Schlachthöfen und den Spargelhöfen Niedersachsens. Ich weiß nicht, ob das die deckungsgleiche Meinung hier in der Ampel ist, aber wir gehen dieses Risiko für menschenwürdige Unterbringung gerne ein und fordern deswegen heute 2 Millionen Euro im Haushalt, damit das Konzept gegen Obdach und Wohnungslosigkeit, für das wir hier lange gekämpft haben in der Opposition, nicht wieder eine Luftnummer wird. Und beim sprichwörtlichen Ersaufen sind wir dann auch schon bei unserer Kultur. Ja, einige unserer Ideen im Bereich Zuwendung wurden hier in Teilen entsprochen. Das finden wir gut und richtig. Aber irgendwie scheint unsere Kulturszene einfach nicht die richtige Lobby in der Stadt zu haben. Das scheint nicht mal an den diversen kulturpolitischen SprecherInnen zu liegen. Die Rechten natürlich ausgeklammert, sollten wir ganz generell immer überlegen. Wer selber Menschen ausklammern wird, gehört auch ausgeklammert. Aber nein, es scheint wohl an den Mehrheiten in der Ampel zu liegen, die nicht im Kulturausschuss sitzen. Was irgendwie traurig ist, sitzen doch 2 Fraktionsvorsitzende. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde mich etwas kürzer fassen als meine Vorrednerinnen und Vorredner. Eine Haushaltsdebatte mitten im Wahlkampf und auch noch mitten in der Corona-Krise. Was kann man davon erwarten? Wir haben Wahlkampfreden erwartet und zumindest einige von Ihnen haben geliefert. Ja. Meine Damen und Herren, der Haushaltsentwurf wurde im Herbst 2020 vorgestellt. Damals konnte niemand ahnen, wie groß die Probleme mit diversen Corona-Mutationen bis zum März 2021 noch werden würden. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden auf Bundesebene und Landesebene beschlossen. Wir als Kommunalpolitiker haben da kaum Möglichkeiten der Einflussnahme und es wäre unseriös, den Eindruck zu vermitteln, es sei anders.
Dennoch kann bzw. sogar muss die Kommunalpolitik Wünsche äußern, wie das Land und der Bund in Sachen Corona-Politik handeln sollten. Einer unserer dringlichsten Wünsche ist es, dass das finanzielle Überleben der kleineren, regionalen, inhabergeführten Läden gesichert wird. Ich werde daher auch nicht weiter auf Corona selbst eingehen, sondern vor allem auf die finanziellen Folgen der Pandemie für die Stadt und für die lokale Wirtschaft. Es ist wichtig, dass der Lockdown nicht zum Knockout wird. Meine Damen und Herren, wir haben in Hannover ein Defizit von ca. 250 Millionen Euro im Vergleich zum letzten Haushalt. Corona kann natürlich nicht für jedes finanzielle Ungemach als Schuldiger herhalten, hierfür allerdings schon. Die Firmen, sehr, sehr viele Betriebe und natürlich auch die Betriebe mit städtischer Beteiligung haben, logisch, teilweise drastische Einbrüche zu verzeichnen. Angesichts dieser Tatsache und mit Blick auf die vielen tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es für uns klar, dass diesen Unternehmen geholfen werden muss. Bei städtischen Betrieben zum Beispiel durch Verzicht auf Gewinnausschüttungen oder auch durch konkrete Kredithilfen wie im Fall Flughafen und Deutscher Messe. Eine Verweigerung dieser Hilfen hätte gravierende Folgen zum Beispiel für den Messestandort Hannover und natürlich auch für die vielen tausend Mitarbeiter gehabt. Eine Messe, die einmal aus Hannover verschwindet, die kommt nicht wieder zurück, die ist für Hannover verloren. Meine Damen und Herren, die finanzielle Lage ist nicht besonders gut. Das enorme Defizit hatte ich schon erwähnt. Das sogenannte Investitionsmemorandum wird bei weitem nicht ausreichend sein. 500 Millionen Euro sind gut gemeint, sie wären jedoch nicht ausreichend für die noch anstehenden Investitionen. Eine Folge der Pandemie sind die drastischen Einbrüche bei den Steuereinnahmen, durch welche das große Defizit entstanden ist. Da ist es nur allzu verständlich, und wir Hannoveraner unterstützen das, wenn man in solch einer Situation nach finanziellen Hilfen vom Land und Bund ruft, denn schließlich sind Bund und Land die Initiatoren des Lockdowns. Wenn auch nur gezwungenermaßen, weil ja eigentlich gar keine andere Chance blieb. Aber trotzdem, wer die Musik bestellt, der muss sie auch bezahlen. Dabei sollte man allerdings auch bedenken, dass Land und Bund sich das Geld ja auch nicht stricken können. Unter dem Strich ist und bleibt es das Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger, was ja durchaus auch ab und zu mal betont werden sollte. Meine Damen und Herren, wer A sagt, der sollte aber auch B sagen. Die Stadt Hannover hat nicht nur ein Einnahmeproblem, sehr geehrter Herr Dr. von der Ohe, sondern auch ein Ausgabenproblem. Die fehlenden Einnahmen müssen irgendwo herkommen. Die geplanten Erhöhungen, zum Beispiel bei Eintritten und Gebühren, sind hart und werden natürlich bei vielen auf Kritik stoßen. Auch durch Sparen, durch Ausgabenkürzungen lässt sich das Ausgabenproblem übrigens deutlich verringern. Wir von der Demokratischen Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft, die Hannoveraner, sind jedenfalls fürs Sparen. Es werden als Folgen der enormen Kosten der Pandemie zusätzliche Belastungen auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen. Und es war richtig und notwendig, dass Herr Dr. von der Ohe dieses Thema gleich offen angesprochen hat. Für uns von der Unabhängigen Wählergemeinschaft, die Hannoveraner, ist jedoch auch eines sehr wichtig. Wir wollen, dass alle Teile der Stadtgesellschaft mithelfen, diese finanziellen Folgen mitzutragen. Im Klartext heißt das, unserer Meinung nach darf es nicht so sein, dass bestimmte Gruppen mehr belastet werden als andere, dass womöglich genau die Gruppen, die eher als Wählerklientel der zurzeit regierenden Parteien gelten, womöglich etwas besser dabei wegkommen als andere. Aus diesem Grund wollen wir auch die städtischen Zuwendungen pauschal um 10% kürzen, um damit einfach mal ein Zeichen zu setzen, dass ausnahmslos alle den Gürtel etwas enger schnallen müssen. Auch darf es unserer Meinung nach nicht so sein, dass das knappe Geld der Stadt unklug und leichtfertig an irgendwelche Gruppen verteilt wird. Ein krasses Beispiel für solches Fehlverhalten ist die neue Förderrichtlinie für den Sport, in die die Parteien der Ampel des Ampelbündnisses die Möglichkeit eingebaut haben, sogenannte informelle Sportgruppen ohne Vereinszugehörigkeit und ohne jede Gegenverpflichtung mit Geldern zu versorgen. Es bleibt dabei unklar, wer das Geld bekommt, es verteilt und wer es im Falle eines Zerfalls dieser Gruppe wieder zurückzahlt. Das müssen Sie sich bitte wirklich mal vorstellen, wie hier mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler umgegangen wird. So eine Regelung ist wirklich ein Schlag ins Gesicht der Vereine, denn sie verstärkt natürlich deren Trend zum Mitgliederschwund. Weil ein junger Sportler sich ja in Zukunft Mitgliedsbeiträge und sonstige Mitgliedspflichten für einen Verein ersparen kann. Und das gilt übrigens nicht nur für junge Sportler, sondern natürlich auch für Sportlerinnen und egal wie alt die sind. Richtig arg gebeutelt von der für uns alle sehr bedrückenden Corona-Pandemie sind natürlich die Gewerbetreibenden in unserer Stadt. Vor allem auch die Gastronomie. Die bei den Zuwendungen eingesparten Gelder und auch andere eingesparte Gelder sollten lieber für die mittelständischen Gewerbetreibenden verwendet werden, die, was ja oft mal vergessen wird, einen Großteil der Ausbildungs- und Arbeitsplätze stellen.
Wir von der Demokratischen Fraktion, der Unabhängigen Wählergemeinschaft die Hannoveraner, haben nur relativ wenige Änderungsanträge zum Haushalt eingebracht. Wie in der Vergangenheit auch, werden wir vernünftige Änderungsanträge anderer Fraktionen mit unterstützen. Im Gegensatz zu einigen anderen Parteien hier im Rat brauchen wir nicht zwingend unser eigenes Logo auf einem Antrag, um zu erkennen, dass er gut und sinnvoll ist. Ich finde es allerdings wirklich bemerkenswert, was die anderen da so für Änderungsanträge haben. Teilweise frage ich mich da schon, haben Sie gar nicht zugehört, wenn der Kämmerer gesagt hat, dass kein Geld für Sonderwünsche da ist? Immer wieder grüßt das Murmeltier. Es gibt auch diesmal wieder etliche Änderungsanträge, gerade auch, aber nicht nur, von den linken Fraktionen, und davon gibt es hier ja eine Menge, wo ich dann immer wieder sowas lese wie diese. Insofern wünsche ich mir, bitte nicht ewig diskutieren, sondern einfach machen. Und das letzte Thema, kurz vor Schluss. Meine Damen und Herren, ich bin jetzt seit 15 Jahren dabei. Das Miteinander hier im Rat, der Umgang miteinander, der war sicherlich schon mal besser. Übrigens betrifft das nicht nur den Umgang miteinander in den politischen Gremien. Ich wünsche mir und ich denke, dass ich diesen Wunsch bzw. diesen Appell hier an dieser Stelle mal loswerden darf, dass wir alle mal ein wenig darüber nachdenken, ob ein etwas besserer Umgang miteinander mit weniger Beschimpfungen, Unterstellungen und Intrigen uns nicht allen ganz gut tun würde. Ich jedenfalls werde meinen Teil dazu beitragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Böning. Jetzt wäre die Haushaltsrede von Herrn Braune dran. Ich grüße Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Herr Bürgermeister. Vielen Dank für Ihre Geduld. Das Beste kommt zum Schluss. Wie Sie sehen, ich möchte mit einem Gebet anfangen. Vater, ich danke dir für deine Gnade, dass wir hier stehen dürfen. Ich danke dir und bitte dich um deinen Segen. Amen. So, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. In den letzten Tagen gab es ja diese illegale Ministerpräsidentenrunde, Konferenz. Normalerweise geht es hier um den Haushalt der Stadt Hannover. Dennoch ist eine große Sorge, dass es demnächst keinen Haushalt mehr so gibt, den wir verteilen können, wenn die Maßnahmen weiterhin so greifen, ruinieren wir nicht nur die ganze Stadt, sondern das ganze Land. Das Maß ist voll. Aber was das Fass zum Überlaufen gebracht hat, meine Damen und Herren, war das Statement von Angela Merkel und die widerspruchslose Hinnahme zur Streichung des Osterfestes. Ich weiß nicht, ob Ihnen das entgangen ist. Die wollten das Osterfest komplett streichen, das wichtigste Fest der Christen in diesem Land. Und das halte ich nicht nur für illegal, das halte ich für verfassungswidrig. Frau Merkel ist zurückgerudert, aufgrund dessen auch. Normalerweise hätte alleine der Gedanke zum Rücktritt von Frau Merkel und aller widerspruchslosen Ministerpräsidenten führen hätten müssen. Das wäre die Konsequenz gewesen, die ich erwartet habe. Es ist nicht nur das Osterfest, was verboten werden sollte, sondern auch das Passafest. Das Passafest ist das heiligste Fest der Juden. Ich weiß nicht, wie man das denken kann, dass man das Passafest der Juden auf deutschem Boden verbieten lassen möchte. Allein dieser Gedanke auch, der darf sich gar nicht denken. So, ich weiß nicht, wie Herr Weil, ich meine, Sie sind da näher dran, liebe SPD, wie das geschehen konnte, das Passafest verbieten zu lassen in Deutschland. Das für mich. Der Abgeordnete Braune verzichtet auf eine Haushaltsrede und versucht, die Abgeordneten auf Ostern einzustimmen. Mit mäßigem Erfolg. Wie anfangs schon gesagt, wurden die Änderungsanträge im Block nachmittags diskutiert. Wenn Sie sich genauer darüber informieren wollen, welche Änderungen die Fraktionen gerne hätten, Sie können dies im Internet nachlesen oder vielleicht auch gern von den Fraktionen zusenden lassen. Dem 10. Haushaltssicherungskonzept, mit dem der Kämmerer etwa 900.000 Euro einsparen will, wurde gegen Abend diskussionslos zugestimmt. Auch über die Anzeige zur Bewerbung eines neuen Dezernenten bzw. einer Dezernentin für das Wirtschafts- und Umweltdezernat wurde nicht noch einmal debattiert. 10 Stunden Versammlung fordern ihren Preis. Und hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung des Tages. Es lässt sich sagen, bis auf die AfD möchten alle Fraktionen die Kultur unterstützen,
allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das Gleiche gilt auch für die Bildung. Die Ampel setzt sich auf eine Weiterentwicklung von großen Schulen, Gymnasien und IGSen ein. Die CDU kämpft für die Beibehaltung der Realschule, damit Eltern eine echte Chance haben zu wählen. Das Stadtzentrum entwickeln, Plätze beleben, möchten alle. Aber mit oder ohne Auto, das ist die Frage. Auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist nicht umstritten. Aber was ist bezahlbar? Zwischen Sozialwohnungen mit und ohne Belegrecht und den Preisen für freien Wohnraum gibt es eine große Lücke. Für mehr Umweltschutz sind fast alle. Ein großer Streitpunkt wird auch zukünftig die Entwicklung der Bäder bleiben. Sie kosten viel Geld, sowohl beim Bau als auch bei der Unterhaltung. Aber was kann und will sich Hannover hier leisten? Große Einigkeit herrscht dagegen bei der Förderung des Radverkehrs. Große und schnelle Velorouten sollen gebaut werden. Aber wie schnell braucht sie Hannover? Die Haushaltsdebatte schloss mit viel Kritik der Opposition an dem Umgang mit ihren Änderungsanträgen, die auch in den Ausschüssen nicht ausreichend debattiert worden wären. Dass auch in dieser Versammlung die Ampelmehrheit ihre Anträge vorstellen und verteidigen würde, obwohl sie gar nicht vorgelegen hätten, sei bisher nicht üblich gewesen. Jetzt kommen noch einmal die Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU zu Wort. Herr Kellig, Haushaltssitzung, das Gleiche jedes Jahr. Wenn ich mir das so angeguckt habe, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so stimmt, dann sind ja die Einnahmen ganz schön zusammengebrochen, werden noch mehr zusammenbrechen in den nächsten Jahren, aber die Ausgaben steigen. Gab es da keinen anderen Weg? Also es gibt natürlich immer mehrere Wege, die man beschreiten kann. Wir haben uns dazu entschieden, ganz bewusst, eben nicht dort zu kürzen, wo man jetzt so oder so schon Einnahmen verliert, sondern wir wollen ja auch wieder herauskommen aus dieser Pandemie. Und heraus kommt man nur, wenn man investiert, also wenn man sozusagen auch einen Aufschwung ermöglicht, wenn man ermöglicht, wieder herauszukommen. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, es gibt so eine tolle soziale Infrastruktur in Hannover. Wir müssten, wenn wir da wirklich so herangehen würden und würden nur einen Sparzwang an den Tag legen, würden wir vieles von dieser Infrastruktur kaputt machen. Das wollen wir ausdrücklich nicht. Gut, aber der Schuldenberg wächst und wächst, da muss man ja auch irgendwie wieder herauskommen. Gibt es dafür Ziele? Naja, zum einen haben wir natürlich ja auch demgegenüber ein großes Vermögen als Stadt Hannover. Und gleichzeitig haben wir auch zusammen mit diesem Haushalt ein Haushaltssicherungskonzept, ein neues, das wir beschließen, was sozusagen 100 Millionen Euro strukturell einsparen wird. Einerseits durch Einnahmeerhöhungen, eine ist letzte Woche schon im Rat gewesen, die Hundesteuererhöhung. Gleichzeitig aber auch Ausgabenkürzung und Aufgabenkritik. Und unsere Beteiligung, die städtischen, müssen auch ihren Beitrag leisten. Allen voran Inner City. Was sagen denn Ihre Tochtergesellschaften wie Inner City zu Ihren Plänen? Diese Pläne sind mit Inner City abgestimmt. Insofern ist Inner City darauf vorbereitet und wird das einpreisen in den nächsten Jahren. Das heißt, die Stromkosten werden steigen und damit werden wir das alle dann finanzieren. Nein, das hat mit den Stromkosten nichts zu tun, sondern Inner City hat ja auch an anderen Stellen Einnahmen. Und mit den Gebühren sozusagen hat das eigentlich nichts zu tun. Also die steigen so oder so, haben aber damit nichts zu tun. Haben Sie trotzdem nur gesagt, das muss man machen. An welcher Stelle hätte man kürzen können? Oder was haben Sie jetzt im Vergleich zu dem im Herbst vorgelegten Haushaltsentwurf der Verwaltung jetzt noch geändert? Wir haben zum Beispiel, wenn Sie um zusätzliche Einnahmen zu erzielen, haben wir gesagt, die Stadt soll mehr von höheren Ebenen einwerben. Nämlich sozusagen Projekte, die wir hier haben, auch gegenzufinanzieren mit Mitteln vom Land und vom Bund. Denn da haben wir durchaus noch große Möglichkeiten des Ausbaus. Da sind wir nicht so gut gewesen in den letzten Jahren, auch in den letzten Jahrzehnten. Wir haben immer alles selber gemacht und ich glaube, das muss sich ändern. Da kommt auf jeden Fall auch ein großer Batzen Geld zusammen dann. Draufgelegt haben wir definitiv im Bereich von Wohnungsbau, das heißt also Schaffung von Wohnraum mit Belegrechten. Das heißt also auch für Wohnungen, die direkt die Stadt vergeben kann, an Leute, die sozusagen keine Wohnung haben, also die bedürftig sind.
Das ist ein großer, aggravierender Schwerpunkt. Dafür kriegt unsere städtische Tochter 12 Millionen plus noch eine weitere Entlastung sozusagen beim Thema Gewinnabführung. Und wir haben selber auch noch Geld eingestellt in den Haushalt für Belegrechte. Das heißt also, diese Belegrechte müssen ja auch gegenfinanziert werden. Ich glaube, dass man im Endeffekt dadurch auch Kosten reduziert. Denn letzten Endes muss man immer das Ganze im Zusammenhang sehen. Das, was wir dadurch sparen, ist nämlich der Aufwand, den wir haben für die Unterbringung von Obdachlosen und Wohnungslosen. Und das ist eine gewaltige Summe. Insofern ist das sozusagen eine Investition für die Zukunft. Für die untere Mittelschicht haben wir sozusagen ein Wohnraumförderprogramm, ein eigenes städtisches, wo wir auch die Wohnungsunternehmen verpflichten, die hier bauen, mindestens 30% Sozialwohnungen zu machen, also mit 5,80 Euro, 6,50 Euro oder 7,20 Euro Eingangsmieten. Und das Ganze wird jetzt sozusagen nochmal erweitert um eine neue Linie, 8 Euro Wohnen im Neubau. Dabei muss aber dann 50% dieser ganzen Wohnung muss für 8 Euro Netto-Kaltmiete vermietet werden. Das heißt also, wir tun dort wirklich aktiv auch noch was für die Mittelschicht. Der Wohnungsbau ist, wenn man so will, eigentlich der zentrale Punkt des Haushaltes, weil letzten Endes darüber auch ein Stück weit soziale Probleme abgefedert werden, die wir auch beeinflussen können in der Kommune. Weil wir müssen ja nicht so tun, als wenn wir alles beeinflussen können wir leider nicht. Aber beim Wohnungsbau können wir sehr viel tun und das tun wir auch mit diesem Haushalt. Deswegen ist das der große Schwerpunkt. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Und bitte. Was soll das? Auch bei Ihrer letzten Haushaltsrede mussten Sie sich ja hier mit dem Haushalt beschäftigen. Als ich mir das angeguckt habe, hatte ich das Gefühl, bei weniger Einnahmen haben wir mehr Ausgaben. Etwas, was in jedem Privathaushalt schlicht und einfach zur Pleite führt. Hat Ihre Fraktion da einen anderen Ansatz? Hätten Sie einen anderen Ansatz gewählt? Ja, wir hätten einen anderen Ansatz gewählt. In der Tat ist es nämlich so, dass wir viel zu viele Ausgaben haben bei viel zu geringen Einnahmen mittlerweile. Und das ist ja auch das, was wir leider seit vielen, vielen Jahren sagen. Die Stadt hat kein Einnahmeproblem, die Stadt hat ein Ausgabeproblem. Ein Beispiel, wenn wir im Moment uns anschauen, wie wir zum Beispiel Müll sammeln in Parkanlagen. Ich habe da immer das schöne Beispiel Maschsee. An der Straße kommt AHA, sammelt dort den Müll. Dann kommt der Radfahrweg mit dem Fußweg, das ist das Grünflächenamt. Und an der Wasserfläche ist es das Tiefbauamt. Das heißt, für wenige Meter um den Maschsee herum, also wenige Meter sozusagen zwischen Fahrbahnrand und Wasserkante, allerdings 5,5 Kilometer um den Maschsee herum, haben wir drei verschiedene Arten von Verwaltungseinheiten, die dort Müll sammeln. Und das haben wir seit vielen Jahren. Das ist Geldverbrennung par excellence, weil man das viel besser regeln könnte, indem man das sozusagen an einer Hand bündelt und die Kräfte dann auch in einer Hand bündeln würde und wir im Prinzip ein Auto von AHA hinschicken würden mit einer Truppe, die dann von der Wasserkante bis zur Straße alles reinigt. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist, wir fordern seit vielen, vielen Jahren, dass wir hier mal gucken, wo sind Doppel- oder Dreifachstrukturen bei unseren Zuwendungsempfängern. Wir haben unterschiedlichste Bereiche in der Stadt, wo verschiedene Anbieter das gleiche Angebot machen, aber jeder am Ende des Tages für 15 oder für 20 Personen. Wenn wir das bündeln könnten, auch da würden wir eine Menge Geld einsparen. Das Erste würde heißen, man muss die Verwaltung umstrukturieren. Das heißt nicht mehr in eigenen Ämtern, wie gesagt, Grundfläche, Fußwege, Fahrbahn, sondern wirklich sagen, Straßenreinigung und welches Amt kriegt das jetzt? Wieso ist sowas nicht machbar? Das ist eine gute Frage, die stellen wir uns auch. Jetzt kommt ja der Kämmerer da drauf und hat ja angekündigt, auch eine Forderung, die wir seit gefühlt 10 Jahren erheben, dass wir mal eine Aufgabenkritik machen. Also Aufgabenkritik bedeutet, wir gucken, welche Aufgabe wird die Stadt in Zukunft wie wahrnehmen. Und in der Tat wäre es dann so, dass man sagen würde, ich habe die Aufgabe Reinigung des Maschsees, um dabei mal zu bleiben. Und dann gucke ich mal, wie ich die Kräfte bündele und wie ich dann zum Beispiel, wie gesagt, mit gebündelten Kräften dort reinige. Und
wahrscheinlich sogar eine bessere Reinigungsleistung erziele, weil im Moment passiert doch Folgendes. Wenn da so etwas auf dem Fußweg ist, dann weht der Wind es vielleicht an die Wasserfläche, dann muss es der andere aufheben, vom Wasser weht es dann wieder auf die Straße zurück, dann muss es da wieder aufgehoben werden. All diese Dinge könnten sich lösen lassen, aber das bedeutet, dass wir hier endlich einmal von der Führung her, nämlich der Rathausspitze, denken würden, dass in unserer Stadt etwas massiv schiefläuft. Und dieses Einsehen kann ich im Moment weder beim Oberbürgermeister erkennen. Beim Kämmerer würde ich sagen, naja, er hat sich auf den Weg gemacht und er merkt, dass das nicht so weitergehen kann, weil de facto müssten wir sonst jedes Jahr 250 Millionen Euro neue Schulden aufnehmen. Und das weiß der Kämmerer, das kann er nicht lange durchhalten. Ich habe vorhin mal Ihre Zusatzanträge nur mal kurz durchgeguckt. Dabei ist mir aufgefallen, dass Sie Gebäude, Grundstücke verkaufen möchten und auf der anderen Seite aber auch wieder brachliegende Flächen ankaufen. Was ist das für ein Prinzip? Ja, das ist ein relativ einfaches Prinzip, weil Gebäude und Brachflächen auf der einen Seite verkaufen und sozusagen andere Flächen wieder ankaufen, da geht es um zwei verschiedene Dinge, nämlich einmal die Frage, was brauchen wir für Unternehmen und welche Reserveflächen brauchen wir für die Wirtschaft? Wir haben heute schon das Problem, dass wir richtig große Ansiedlungen von Unternehmen in Hannover gar nicht stattfinden lassen können, weil wir zu wenig Flächen haben, also in der Hand der Stadt. Andererseits haben wir viele, viele Flächen, die wir zum Wohnungsbau verwenden könnten. Beispielsweise in den Stadtrandlagen gibt es noch durchaus Flächen, die landwirtschaftlich derzeit genutzt werden. Wo man sich die Frage stellen muss, muss diese landwirtschaftliche Nutzung da sein? Wäre es nicht besser, an dieser Stelle nutzen wir diese Flächen für den Wohnungsbau? Also das sieht so auf den ersten Blick so aus, wie Sie es so beschreiben, aber wenn man dann ein bisschen in die Flächen hineinguckt, merkt man, das eine ist sozusagen für die Wirtschaft und das andere ist dann für den Wohnungsbau. Mehr Bildung, mehr bessere Ausstattung der Schulen, mehr Geld für die Kultur und vor allen Dingen mehr Wohnungsbau, das wollen eigentlich fast alle, ich sage fast alle. Trotzdem kann man sich nicht auf ein Prinzip einigen. Wieso ist das so unmöglich? Das habe ich ja vorhin in meiner Haushaltsrede versucht, mal klarzumachen, dass wir mal mehr über das Einende in Hannover sprechen sollten und nicht immer nur über das Trennende. Ich habe so in der Wahrnehmung gehabt, ich war der Einzige, der in der Haushaltsrede mal über Einigung gesprochen hat und die anderen haben immer wieder das Trennende rausgeholt. Ich glaube wirklich, wir müssen das Thema mal anders angehen in der Stadtpolitik, denn es geht hier nicht nur um Parteipolitik, sondern es geht darum, wie wir die Zukunft unserer Stadt weitergestalten wollen. Und eine letzte Frage. Wenn Sie mehr Einfluss auf den Haushalt gehabt haben könnten, was hätten Sie anders gemacht? Wir hätten einiges anders gemacht. Ich kann ja mal sagen, wir haben jetzt über 70 Anträge gestellt. Heute haben wir noch mal 40 Anträge. Also alleine an der Anzahl sehen Sie, dass wir an vielen Stellschrauben anders gedreht hätten. Aber wir hätten vor allen Dingen eins anders gemacht. Wir hätten wirklich mal den Haushalt zu Ende gedacht und hätten nicht uns einfach von Tag zu Tag gehangelt. Wir haben im Moment keine langfristige Perspektive. Wir wissen nicht, wo wir mit der Landeshauptstadt Hannover eigentlich hinwollen. Diese Antwort ist das Ampelbündnis heute schuldig geblieben. Der Oberbürgermeister macht ja immer so vage Andeutungen, aber es fehlt die klare und deutliche Zieldefinition, wo wollen wir mit Hannover in Zukunft hin? Und diese Antwort haben wir zum Beispiel. Wir wollen unsere Stadt liebenswert weiterentwickeln. Ich nenne mal als Beispiel Innenstadt, Aufenthaltsqualität. Das ist im Moment das Gebot der Stunde. Wir wollen in der Innenstadt dafür sorgen, dass das wirtschaftliche Sterben des Einzelhandels endlich aufhört. Und dafür brauchen wir nicht nur runde Tische, dafür brauchen wir ganz konkrete Maßnahmen. Zum Beispiel, dass wieder mehr Menschen gerne in die Stadt kommen. Und das kann man mit kleinen Maßnahmen machen, unter anderem, indem wir mehr Grünflächen schaffen, indem wir mehr Erholungsflächen schaffen, aber auch indem wir dafür sorgen, dass zum Beispiel sich alle in der Innenstadt an die Regeln halten. Also insofern ein bunter Blumenstrauß und ich glaube, dafür reicht jetzt die Zeit nicht. Okay, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wir sprechen weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Ratsversammlung findet am 22. April statt. Wir hoffen, Sie sind wieder dabei. Denn dann geht es auf zu den Kommunalwahlen.